Okay, dann begrüße ich euch zwei und auch alle Zuseher aus YouTube oder auch live im Stream zum Anno Rekordbauer Talk. Der Radler hat sich leider abgemeldet, aber zu Gast ist einmal Wiesel und der Zulak. Beide sehr, Guten sehr, sehr, sehr bekannt in der Rekordbauer-Szene und die wissen einiges. Wir reden so grob über den Spielstand so ein bisschen und auch über das kommende DLC. Und ja, mal gucken, was wir so für Ideen haben. Wir gehen noch einen Forums-Post durch von Wiesel, den suche ich nebenbei raus. Dann überlasse ich euch beiden mal kurz das Wort. Der Zulak darf anfangen. Nee, also Leute, seht es euch an. Wir waren vor Weihnachten, vor der Passage, waren wir bei 2, und ein paar zerquetschten Millionen und Gewerkt hat sie, 800 das Stunden ist unsere später, 3 Zukunft. Monate Ein später, Funke, der zu sind einem wir bei Feuersturm wird und die ganze 3,26 Bourgeoisie Millionen verbrennt. Einwohnern. Freiheit Also und wirklich Gleichheit für alle. Wahnsinnsleistung und auch zum Ende hin wirklich noch spannend, weil er selbst nicht wusste, wie viel wären es denn. Hier nochmal 50.000 mehr und dann haben wir noch einen Konkurrenten mit dem Aimtag. Aber er hat es souverän durchgehalten und auch wirklich, ich konnte es nicht so lange Anno spielen am Stück. Wirklich von den Nerven her Wahnsinnsleistung auch. Da kann man einfach sich nur den Hut ziehen, sich verbeugen und ihm eigentlich einen guten Urlaub wünschen, die 5 Tage oder 6 Tage, die ihm bleiben. Denn dann kommt ja schon das DLC. So ungefähr, ja. Vielen lieben Dank, Zulak, für deine guten Worte. Dankeschön, Dankeschön. Also von meiner Seite natürlich auch nochmal Gratulation. Es ist echt ein Wahnsinn, was du da abziehst und alles live im Stream. Das bis zum Ende durchgehalten. Es läuft ziemlich stabil, habe ich gesehen. Das mit den Trauben müssen wir noch gucken, aber mein Gott, pfeift drauf, sehen Da wir in kann der man mehr. Stunde. Und ich würde mal sagen, 3,264 ist stabil, soweit ich bis jetzt gesehen habe. Das ist absolut krass. Das Wahnsinnsleistung, ist schon mehr, Gratulation. ja. Vielen lieben Dank, Wiesel. Dankeschön, Dankeschön. Ja, einiges kann man noch machen. Viele Sachen kann man wirklich, wie ich finde, erst anpassen, wenn man es wirklich sieht, weil mit der Zeitung, viele rechnen die Zeitung halt mit 67% und nicht mit 68. Einfach um so kleine, ja, Logistikprobleme damit auszugleichen, irgendwelche Produktionsaussetzer, die schnell mal vorkommen bei so vielen Produktionen. Wenn ich irgendwie bei meiner Schokolade gucke, da laufen wahrscheinlich nicht alle auf Vollgas. Mal reingucken, Schokolade Welt 2. Die haben wir hier vorne. Schokolade, Produktion, da sehen wir dann auch direkt. Erstmal sind 3 Stück explodiert und viele laufen nicht auf 265. Was wahrscheinlich zurückzuführen ist auf das volle Lager. Also Schokolade habe ich viel zu viel. Gut, ja, also das Lagerproblem ist, glaube ich, eher darauf zu. Es sieht solide aus auf den ersten Blick. So, ja, tut mir leid, da kamen auch alle Leute dazwischen. Könntest du deinen letzten Satz nochmal wiederholen? Sorry dafür. Ich habe nur gemeint, dass es soweit stabil aussieht und hättest du quasi nicht so lange auf Puffer gearbeitet und die waren gesperrt, dann wäre das wahrscheinlich flüssiger. Einmal der Klotzi mit den 5 gegifteten Subs und tada, nochmal mit 3. Ich habe die Alerts jetzt erstmal ausgeschaltet. Euch beiden vielen, vielen Dank für eure gegifteten Subs. 8 Stück in die Community. Vielen, vielen Dank. Ja, das mit den Warenbremsen, das habe ich halt gemacht, weil ich arbeite halt viel mit Rückstau. Das ist zumindest in anderen Spielen, die ich vorgespielt habe, wie Satisfactory oder auch Factorio, ist das durchaus normal, dass man das so handhabt. Weil wenn die Insel dann voll ist, wirklich voll mit Material, dann liefert das Schiff ja nur noch als Beispiel 200 Tonnen Ware dahin und kommt mit 100 Tonnen wieder, also nimmt es wieder nur noch 200 mit. Dadurch kann ich halt das leichter einpendeln, als es perfekt einzustellen, weil perfekt, das dauert halt zu lange, ne? Gut, aber du hast ja selber eigentlich schon erwähnt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Das stimmt, ja, klar. Wiesel, erzähl mal, was sind so deine Gedanken zur Schokolade? Also ich denke, der Rückstau wird sich sowieso innerhalb von 1,5 Stunden, 2 Stunden aufheben, wenn du das Spiel jetzt laufen lässt und dann sieht man, glaube ich, schön, ob es stabil läuft. Schokolade läuft schon durchgehend. Also Schokolade, Kaffee, Tabak läuft durchgehend. Genau wie Autos und Brillen. Bei den Autos habe ich nur die 4 Inseln vergessen.
Ah, okay. Dann hast du wahrscheinlich Überproduktion, oder? Also Schokolade, Kaffee und Zigarren, ja. Wenn ich das. Okay. Okay. Du hast ja gemeint, du hast eh, dadurch, dass du eben auch mit 67% gerechnet hast, hast du ja eh, glaube ich, wie viel waren es? 3%. 30 Tonnen oder 30 Tonnen pro Minute, was du allgemein an Überschuss hattest, oder? Ja, also 3% von jedem. Wenn wir hier mal in die Dingsliste reinschauen. Produktionsliste. Also, ja, Nähmaschinen. Also Dosen mache ich ja ein paar. Die mache ich aus Wurst. Also ich mache Wurst, um dadurch Gulasch zu kriegen. Und mit dem Gulasch mache ich halt dann meine Dosen. Die Nähmaschinen fallen ab bei Ramdevi, die 20 Tonnen, das ist kein Problem. Die Pelzmäntel bleiben bei den Ponchos über. Ja, 140 oder 380 Tonnen Brillen. Davon bleiben halt natürlich auch viele, viele, viele über, ne? Also, das sind ja, ich glaube, 3% im Gesamt gesehen, die ich nochmal weniger brauche. Also, ich habe eigentlich von jeder Ware mindestens 10 Tonnen Puffer. Zwischen 10 und 30 Tonnen, je nachdem, wie viel gebraucht wird. Genau, aber ich glaube, das ist auch dein gesunder und solider Puffer, den du auch gerade jetzt mit dem DLC, wo du eh umbauen musst. Wenn du jetzt anfangen würdest, quasi, sag mal, du baust 2% mehr Häuser und versorgst sie dann mehr mit den 3%, da, also quasi reißt du 2% ab, das 1% mehr versorgt dann die 2% mehr Einwohner. Es ist dann halt so wirklich perfektioniert, dass sobald du irgendwas änderst, es eigentlich dann komplett zusammenbricht. Und daher finde ich deinen Ansatz eigentlich ganz gut, dass du sagst, jetzt hast du mal 3% Puffer, weil du wirst eh die Hälfte abreißen, sobald am 24. März das DLC kommt. Genau, wahrscheinlich. Und ich habe hier schon Plätze, wo ich meinen Palast hinstellen will. Ich habe hier so mittendrin. Wo war das? Irgendwo ein Rathaus. Ja, dieses hier. Das sind drei Straßen. Also das sind drei Felder und das sind jeweils die Häuser. Dann kann ich hier einfach einen Block Palast reinstellen als eckig. In meinem Fall ist es ja egal, wie es aussieht. Es geht nur um die Module. Und das ist auch noch mittig in der Insel. Kann ich hier schon mal einen Palast reinfeuern. Mal gucken, wie viele Module man da braucht, ne? Bis die Insel Genau, voll getroffen wird. ich glaube, es war schon auch vorher die Diskussion um die Module. Und ich glaube auch verstanden zu haben, dass es von der Profilstufe, also oben, wenn du oben links drüber hast, bei dir steht jetzt irgendwas 100 und noch was. Und 141. pro Stufe bekommst du ja zwei Module. Ist die Frage, ob sie daran gedacht haben, dass es vielleicht Maximallimit geben sollte. Aber wenn es keines gibt, dann wirst du eigentlich Crown Falls komplett, wenn du es denn haben willst, abdecken können und auch dann dadurch, weil du ja dann immer die Hälfte der Reichweite auf den anderen Inseln bekommst, würdest du dann auch eigentlich alle anderen Inseln komplett abdecken können. Ich werfe es jetzt einfach mal so in den Raum. Wer weiß, ob es so kommt. Aber ich muss aber auch vieles umbauen, ne? Also wenn wir jetzt mal die Handelskammern betrachten. Durch den Z-Bonus muss jede Handelskammer eine Straßenanbindung haben, sonst kriegt sie den Bonus nicht. Und in dem Fall auch die Erweiterung nicht. Und bei den Handelskammern, zumindest die bei den Dampfwegen und bei den Kutschen, stehen nicht an Handelskammern, nicht an der Straße dran. Warum auch? Gab es bis jetzt ja keinen Grund zu. Also man muss viel, viel umbauen noch, um das vernünftig hier reinzukriegen. Gut, aber das muss man dir auch wirklich zugute halten. Du hast selber gemerkt, du musstest immer, immer mehr flexibler werden mit den Layouts, weil es dann vor allem auch in der Stadt kannst du keine wirklichen Layouts an sich bauen. Du puzzelst eigentlich nur mit den toten Flächen von den Rathäusern rum, so gut es geht. Genau. Und also das wird sich auch ganz schnell finden, eine Lösung. Und es ist auch wieder spannend. Ich glaube, das wird ja auch sehr viel Spaß machen, da wieder ein bisschen rumzupuzzeln. Genau. Auf jeden Fall. Vor allem diese ganze Layout-Sache, die hat sich, eigentlich hat die Layout-Sache sich aufgelöst seit Update 3. Weil seit Update 3 haben wir halt die Möglichkeit der unendlichen Items, weil man alles kaufen kann. Und der Besucherhafen, den haben sie auch, glaube ich, auch im selben Patch gefixt, dass der besser funktioniert. Und seitdem brauchen wir keine Layouts mehr, weil Items haben wir im Überfluss. Darum kann man das jetzt halt ändern, ne? Und umbauen. Aber ja, Guter dynamisch muss man immer sein.
Gut, da muss ich jetzt leider gestehen, ich spiele gar nicht so lange. Also ich kam erst nach Update 3 zu Anno 1800. Deswegen, gut, da habt ihr mir deutlich was voraus, was so... hast nichts verpasst. Bis... Oh ja, da freue ich mich. Hast du wirklich nichts verpasst, ne. Aber die Zukunft sieht ja ziemlich rosig aus, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass ich erst mit den guten Zeiten angefangen habe. Sage ich jetzt mal. Ja. Also davor hat man wirklich keine Items gekriegt. Im Besucherhafen hast du auch mit 8000 Attraktivität immer noch weiße Items bekommen, weil da keine Gates drin waren, keine Checkpoints. Und Items, die man kaufen konnte, waren auf ein paar sinnlose Schiffs-Items begrenzt. Also Möglichkeiten hattest du da gar keine. Überhaupt nicht. Leider. Aber das haben sie ja zum Glück geändert. Auf Wunsch der Community, soweit ich weiß, da war ich noch nicht so im Forum aktiv. Mittlerweile lese ich mir da ein paar mehr Beiträge durch. Ja. Das waren Zeiten damals. Willst du dann vielleicht als Einstiegsthema, was wahrscheinlich auch die meisten jetzt interessiert, was sich denn mit dem DLC so ändern wird und unsere Gedanken dazu? Bevor wir mit dem DLC anfangen, können wir vielleicht noch mal so ein bisschen über alle Welten durchgehen, ein bisschen quatschen, was man noch besser machen könnte. Ja, natürlich. Wo Sasuno selber glaubt, er hat vielleicht nicht so ganz optimal gebaut. Einfach die Verbesserungsmöglichkeiten vielleicht noch aufzeigen. Genau, weil dann kann ich die gleich nächste Woche umsetzen. Genau. Aber fangen wir an. Ja. Einfach durchnummeriert, bei 1 anfangen quasi. 1 anfangen. Gut, machen wir einfach den und drehen mal die Map. Das ist ein bisschen steiler. Fangen wir mal einfach alle Inseln an. Oder hast du spezifische Inseln, die du schon aufgeschrieben hast? Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Ich wollte dich einfach nach deiner Meinung fragen, wo du selbst glaubst, wo du noch was besser machen könntest. Ich selbst glaube, wo ich was besser machen könnte. Und Zulak und ich können dir ja ein bisschen Input geben, falls wir was sehen. Aber ich denke, so viel Verbesserungsmöglichkeiten wird es nicht geben. Wenn du einen Startpunkt haben willst, könntest du uns ja einfach mal deine Insel zeigen, die, von der du denkst, dass du das am besten gelöst hast und bei der Insel, wo du am unzufriedensten warst. Das wäre vielleicht mal ein guter Startpunkt. Also Insel, die ich am besten gelöst habe, da müsste ich eigentlich die Insel wählen, von denen ich ja am meisten Häuser habe. Ich habe ja einmal alle Inseln aber neu gebaut. Und auf meiner Excel-Tabelle noch offen? Ja, auf meiner Excel-Tabelle steht ja, da habe ich auch am meisten Häuser drauf. Und da glaube ich auch eine sehr, ja, da ist die Rathausabdeckung leider nicht ganz so gut. Auf der Insel 116 habe ich 2440 Häuser. Das ist diese Insel hier. Das ist, glaube ich, mit einer meiner besten Inseln. Aber hier sehe ich schon, war das hier in der Ecke? Hier habe ich auf jeden Fall noch zwei Ecken, wo ich eigentlich hätte Industrie hinstellen müssen. Gerade hier, weil hier habe ich sogar Platz für eine Handelskammer, wenn ich irgendwie die loswerde. Also ich habe viel Industrie ungenutzt. Ich habe halt mehrere Ecken. Hier könnte ich locker noch 20 Häuser rausholen und was auch immer Glas produzieren. Hier ist keine Produktion auf der Insel. Hier sind 4 Kohleminen, also könnte ich hier Glühfäden hinstellen ohne Probleme. Kohle habe ich eh schon hier. Dann spare ich mir automatisch die Logistik und habe hier direkt die Glühfäden. Genau wie hier am Rand an der Ecke. Hier in der vorderen Ecke, aber hier habe ich leider die Minen angeschlossen. Da ja, habe ich hier leider keinen Platz. Das ist so meine beste Insel. Die 116. Im Chat wird gerade gefragt, welche Inselnummer. Wahrscheinlich wird der Seed gemeint. Seed ist 975 auf einer Eckenkarte. Ja, dann habe ich natürlich noch die große Menge an Ressourcen aktiv. Das ist natürlich derber Rückschlag. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lehmgruben das jetzt ausmacht im Genauen und wie viele Minen. Weil die Minen, ich nehme mal hier die Mine als Beispiel. Wenn die Mine nicht da wäre, würde ich hier 3 Häuser hinstellen können. Wenn die Lehmgrube nicht da wäre, könnte ich 4 Häuser hinstellen. Genau wie hier. Und das sind bestimmt 20 Lehmgruben, wenn nicht sogar mehr. Das müssten wir mal im Genauen durchzählen mit dem Wiesel. Oder mit dem Pains. Die haben ja ihre Lehmgrubenanzahl. Der alten und dem Cup in dem Fall. Das kannst du ganz schnell selbst machen, indem du einfach Veras Safe Game Viewer benutzt. Weil der zählt auch die ganzen Lehmgruben und Minen etc.
Also weißt du, wie viele du hast? Ich müsste jetzt gucken, aber wie viel ich insgesamt auf der Karte habe. Aber wie gesagt, du kannst einfach mal, wenn du Zeit hast, mal deine Karte in den Safe Game Viewer laden und dann die neue Karte mit weniger Ressourcen, dann siehst du den direkten Vergleich. Da musst du nicht zählen. Ja. Gut, aber es geht ja auch nicht nur zwangsweise um die reinen Tiles, die die Bots, sage ich jetzt mal, besetzen, sondern auch um die Position, weil ich habe es vorher auf der Insel gesehen, auf der Anno-Union-Insel, dass die Lehmgrube direkt neben dem Kraftwerk steht, was teilweise auch ziemlich schlecht sein kann, weil dadurch da auch deine Abdeckung der öffentlichen Gebäude dann drunter leidet in manchen Fällen. Und wenn man solche Kleinigkeiten summiert, dann ist es manchmal halt schon ein bisschen mehr, als man denkt. Aber das ist wirklich halt nur das Nonplusultra. Ja. Gut, das Kraftwerk steht da halt, weil ich plane meine Inseln ja vorher, die Kraftwerke. Warum steht das Kraftwerk da an der Ecke? Ob die Lehmgrube da jetzt wäre oder nicht, das wäre in dem Fall irrelevant, das wäre da trotzdem gestanden. Gut, aber also beim Rathaus siehst du jetzt links, wo die Lehmgrube ist. Also es sieht ziemlich unsauber auf den ersten Blick aus. Und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, die Lehmgrube wäre nicht da, dann hättest du die Straße noch anders ziehen können und es wäre eventuell viel, viel schöner aufgegangen. Ja, das sind im Schnitt 4 Häuser, also mindestens 4. Mindestens 4. Ja, klar, Strom, Kraftwerke, ich habe nicht auf allen Inseln, habe ich teilweise zu große Blöcke gebaut, so mittendrin fehlt mal ein Haus mit Strom. Das kriegt von vorne Strom. So Kleinigkeiten. Polizeiabdeckung, das ist auch so ein Ding. Das ist natürlich ein Ding, da fehlen mir eigentlich die Items, was der Wiesel auch schon angesprochen hat. Die vom Hugo, wo er sich gerade meldet. Dass man die Polizeiabdeckung allgemein halbieren kann. Das sind bei, wie viele Polizisten habe ich? Das sind wahrscheinlich nochmal 50.000 Einwohner, einfach so. Also du hast, was hast du mal gesagt, vielleicht sind es mittlerweile mehr geworden, aber du hattest mal irgendwas um die 370 Polizeistationen in der alten Welt. Öffentliche Dienste. Kannst du sicherlich 250 davon weglassen. Wow, ja gut, das ist natürlich eine Menge, ne? Ja, das ist eine richtige Menge, ja. Das ist bei Verwaltung, städtliche Institutionen, sind wir bei 350 Stück. Also 250 mal 2, das sind 500 Häuser, 500 mal, ich rechne jetzt einfach mal mit 60 oder was, das passt ungefähr, oder 70. 500 mal 70 sind halt nochmal 35.000, da sind wir schon bei 3,29. Nee, dann wären wir genau bei 3,3. Sind wir schon bei 3,3. Ja. Gut, aber dann kannst du das auch wieder weiterführen, wenn du jetzt nicht mehr auf Polizei, nicht mehr auf Krankenhäuser, nicht mehr auf Feuerwehr achten musst, sondern nur noch die Stromabdeckung richtig stellen musst, dann kannst du auch deine Blöcke komplett anders aufziehen, weil Katastrophenschutz ist ja dann eigentlich, fällt ja so quasi unter den Tisch. Und dann ist es auch teilweise egal, wie lang die Blöcke werden. Da kommen wir dann sicher nochmal beim DLC dazu, wie sich der Startaufbau ändert mit den Blöcken. Da kommt bestimmt auch nichts dazu, ja. Also, ich kann es dir jetzt schon sagen, du wirst, wenn du es richtig gut machen willst, deine ganzen Städte neu bauen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir kennen uns doch. Deswegen 50 Häusern hast du alles komplett neu gebaut. Und da ging es ja nur um 6 Inseln, glaube ich. Und das waren 70 pro Insel dann, ja. 70 pro Insel ist eine ganze Menge. Wenn ich das komplett durchgezogen hätte, 70 mal 11, ne, das ist schon. Aber das ist ja auch wieder eigentlich das Krasse. Du spielst und bist fertig und ein, zwei Wochen später kommt gleich wieder der neue Content und du musst eigentlich gleich wieder von vorne anfangen, gefühlt. Also das Tempo ist schon wirklich gut bei Anno 1800, was die an Content eigentlich raushauen, muss man an der Stelle eigentlich auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, alle dieses. Ich wundere mich jetzt schon im Forum, dass da über DLC 3 oder Seasons Pass 3 spekuliert wird. Und ich denke mir so, was ist es nicht mal 2 raus und ihr fangt schon mit 3 an? Ja, klar, machen wir sofort. Ja, hier ist auch noch eine Insel, mit der ich auch nicht zufrieden bin.
Liegt einfach daran, ich habe hier auch wieder viele Ecken, wo ich hätte Industrie hinstellen oder Industrie hinstellen werde. Hier habe ich auch Kohle auf der Insel. Hier kann ich 5-6 Stück hinstellen. Hier in der Ecke kann ich die Minen wegnehmen. Alle beide. Und die Handelskammer anderweitig nutzen. In dem Fall auch für Glühfäden oder was. Wo sind die Rathäuser? Hier. Glühfäden hier oben. Dann hier in der Spitze müsste ich nochmal umbauen, weil das Rathaus muss eigentlich ein Feld nach links. Und dann habe ich hier nochmal eine Ecke. Und das sind halt nochmal so 500, so 100 Häuser mehr in Rathäusern auf dem Kap dann. Ah, da muss ich echt mal mich auch bei dem Copy-Tool bedanken, weil ich habe auch wirklich mal auf Crown Falls 4 Stunden Rathäuser rumgeschoben, per Hand jedes einzeln vor dem Copy-Tool, und mit dem Copy-Tool ist es so angenehm geworden. Ja, auf jeden Fall. Also ohne Copy-Tool würde ich gar nicht mehr spielen wollen. Ehrlich, ich spiele seit 16.2, also alle anders ohne Copy-Tool. Ja, das ist das tatsächlich schlimm. Wenn man einmal diese Quality of Life Changes bekommen hat, dann fällt es einem wirklich schwer, ohne diese zu leben. Ja, was noch? Also ich habe mittlerweile teilweise, die Quarzgruben haben nicht immer Strom. Wenn sie keinen Strom haben, nutze ich halt statt der Ausschachterin für die Arbeitskräfte den Quarzgruben-Typen, der Strom gibt, den man kaufen kann. Da bin ich jetzt aber auch schon umgestiegen auf MacGyver, weil die gibt ja auch Strom und reduziert mir immer die Arbeitskräfte. Da bist du beides von beidem. Die müsste auch in dem Fall besser sein, oder? Nee, die Ausschachterin macht ja auch minus 100% Arbeitskräfte. Ich meinte den, wie heißt der, Grigor, der Geologe? Der gibt nur Meintest Strom. Meinst du den? Genau. Genau. Der gibt aber nur Strom. Das ist tatsächlich auch ein bisschen Umdenken, was stattfindet unter den Rekordbauern, weil mit den neuen Methoden spielen Items tatsächlich wirklich keine Rolle mehr. Und man hat den Luxus, dass man einfach nur wirklich in jeden Slot das beste Slot-Item sockelt. Ja, das sowieso. Okay, also Stadtaufbau. Sehen wir eigentlich nicht viel Verbesserungspotenzial, würde ich sagen, für momentan. Und kleine Ecken, die ja offensichtlich sind. Ja. Ja, die sind offensichtlich, aber meistens gehen die auch gar nicht besser, wenn du das Ganze ein bisschen schiebst. Also ich würde sagen, top gemacht, vielleicht okay, ein paar Glashütten mehr auf die Insel, ein bisschen weniger auf Crown Falls, dafür mehr Häuser, aber im Großen und Ganzen macht das nicht viel aus. Also die Logistik hier klappt ja super gut, ne? Also, dafür, also da bin ich selbst ganz erstaunt, dass die klappt, wahrscheinlich durch die vielen Luftschiffe. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das funktioniert, aber... Du hast bewiesen, es geht, wie man sieht. Stau habe ich jetzt ja gar nicht, ne? Und ich hole jetzt ja alle Brillen, alle Glühbirnen, den ganzen Sekt und die ganzen Autos hier weg. Bringe alle, das ganze Holz hierher. Hol die ganzen Glühfäden, kommen hier alle her. Das Glas bringe ich hierher. Alle Trauben, alles Getreide. Das ist, hier geht so viel Material rein in die Insel und wieder raus. Und hier rechts die Anlegestelle wird gar nicht benutzt. Ich habe hier sogar noch eine Fischerhütte und Dampfschiffswerft, weil ich sie nicht brauche. Bei dem Stichwort Logistik, magst du uns deinen Hoker zeigen, wie du den gesockelt hast? Den habe ich hier hingestellt. Geht besser, soweit ich weiß. Ich habe sogar noch Abstände zwischen den Anlegestellen. Ein Feld in dem Fall hier. Oder zwei sogar. Da hilft dir die Kante wirklich gut, da du dann wirklich die aneinander setzen kannst. Genau. Und auch der Kontur, der quasi zwangsweise Distanz schafft. Nee, schaut gut aus, ja. Und also das wirklich fast keine wartenden Schiffe, was ich so sehe. Und mit dem DLC wird es wahrscheinlich noch mehr entschärft werden. Hast du gut gelöst, ja. Warum sollte das mehr entschärft werden? Weil du die Möglichkeit hast, auf Crown Falls nochmal ein bisschen mehr Loading Speed rauszuholen, wenn du es denn brauchen würdest. Wenn es eine Straßenanbindung hat.
Jetzt erzähl mir mal, wie du auf alle Anlegestellen eine Straßenanbindung kriegen möchtest. Das ist gleich wie mit der Handelskammer, mit der Hafenmeisterei. Die muss nämlich auch eine Straßenanbindung haben, sonst funktioniert die nicht. Also der Effekt nicht. Mit der geht's noch, die kann man an den Strand stellen, aber... Da bin ich mir jetzt tatsächlich auch unsicher. Also der Effekt liest sich minus 50% Loading Times for Ships at Trading Posts and Piers. Und es steht nicht dabei, dass die von einer Hafenmeisterei beeinflusst werden müssen. Und das ist halt die Frage. Wenn, würde es sowieso wahrscheinlich nur auf Ground Falls in Frage kommen, weil man dort ja alle 5 Departments hat. Ja, das sowieso. Nee, aber du siehst selber auch keinen Bedarf, die Ladezeiten noch mehr zu verkürzen, weil solange es funktioniert, funktioniert es ja eigentlich, oder? Ja. Am besten nimmst du dir dein eigenes Video als Referenz, weil das ist wirklich gut anschaulich gemacht worden. Ja, leider haben wir keine Rathauseffekte, da wird es ja noch spannend, aber da kommen wir nachher zu, Was machen wir als nächstes? Arktis oder Neue Welt? Neue Welt. Ich will die Neue Welt sehen. Ja, fangen wir mit dem schlimmsten Problem an, Öl. Öl läuft für mir ausschließlich über Minen. Aber komplett. Ich habe hier auf der kleinen Insel habe ich eine kleine Ölquelle angezapft. Einfach nur fürs Cup. Weil ich keinen Bock mehr hatte zu rechnen. Braucht man wahrscheinlich nicht. Einfach, wenn ich die Minen besser aufgeteilt hätte, da habe ich nämlich pauschal überall plus 1 gerechnet. Also auf jeder Insel habe ich theoretisch ein Kraftwerk mehr stehen. Als ich brauche. Oder ich habe eins mehr berechnet, als ich brauche. Darf ich tatsächlich fragen, ob du die Dinger im Stundentakt wieder aufbaust oder es so gut hingebracht hast, dass irgendwas anderes davor explodiert? Ich glaube nämlich, dass die Küchen quasi sich jedes Mal opfern für deine Ölraffinerie. Die Sachen, das will Wiesel wahrscheinlich auch gerade sagen. Das kann nur explodieren, wenn hier mindestens 200 Einwohner drauf sind. Genau, die können nicht explodieren auf dieser Insel. Und darum stehen die hier, dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Das ist ein absoluter Safe Call hier, das läuft einfach durchgehend. Die Items sind egal, Koldomon hier, die Items kennt ihr. Und die ganz normalen Bechamel, Feras und Lord Footprints. Es ist für hilfreich. Ich glaube, Aimtech hat mal ausgerechnet, dass man über 450 Kraftwerke schafft mit deiner Karte. Nur mit Minen. Ohne Ölquellen. Ja. Das wurde mir auch mitgeteilt. Es waren sogar mehr, glaube ich. Mit meinen Ressourcen sogar über 500. Oh, da sind es über 500, ja. Also Ölquellen sind absolut unnötig. Aber das Ding ist, es gibt halt Minen, die sich nicht lohnen. Wenn ich so eine Kupfermine alleine stehen habe, da brauche ich keinen... Das lohnt sich einfach nicht, da ein Lagerhaus und eine Handelskammer einzustellen. Da mache ich nur Minus mit. Weil dafür verliere ich halt 6 Felder. Ja. Aber du müsstest ja theoretisch dann nur die Hälfte deiner Minen anschließen, oder? Bei mir laufen jetzt eigentlich alle Kohleminen und alle Eisenminen. Okay. Außer bis auf ein paar Ausnahmen, die ich im Nachhinein wieder abgerissen habe. Genau. So, neue Welt. Was haben wir denn da noch? Ja, also da hatte ich anfangs echt Probleme. Ich wollte eigentlich mehr Einwohner in der neuen Welt haben. Hatte ich auch vorerst mit der Datois überall drin. Aber dann bin ich doch umgestiegen von Datois auf Arbeitskräfte. Nee, von Datois auf Sophismen, so rum war's. Dann habe ich erstens die Zufriedenheit reingekriegt und nebenbei ein bisschen mehr Arbeitskräfte. Damit konnte ich halt gerade so die Arbeitskräfte überall abdecken. Ich habe jetzt, wie gesagt, Schokolade. Habe ich irgendwie 40 Tonnen so viel. Kaffee habe ich mindestens 60 Tonnen so viel. Und Zigarren habe ich... Zigarren müssen auf sein. Genau. Du hast ja massive Überproduktion in der neuen Welt. Ja. Erklär das mal den Leuten, die sagen, die neue Welt ist zu klein und sie haben keinen Platz. Der Pains, den guten Abend und vielen Dank für deine Glückwünsche. Ja,
Wie geht das? Also erstmal, Ubisoft auch schon öfters erwähnt hat, der Schwierigkeitsfaktor in der neuen Welt ist absichtlich so gewählt, denn es soll den Spieler dazu animieren, auch Items zu nutzen. Und es soll auch so ein bisschen so ein nicht für jedermann erreichbar sein. Das ist erstmal Punkt 1. Muss sich Sachen ausdenken, man muss Items gut nutzen, effektiv nutzen, jedes kleine Feld noch so klein nutzen. Ich würde gerne wissen, wie viele leere Felder ich hier in der neuen Welt habe. Wahrscheinlich gar keins. Weil ich habe überall Felder drumherum gezogen, selbst um Häuserblöcke. Auch wenn es sich nicht unbedingt lohnt, aber ich wollte halt die Felder nutzen. Die neue Welt ist riesengroß, wie es gerade schon der Easy schreibt. Man hat so viel Platz. Ja, man nimmt halt auf jeden Fall Sachen wie Botanika-Sets. Geben einem einen kleinen Boost auf jeden Fall. Wo ist es? Botanischer Garten hier für Kaffee. Auf manchen Inseln, die ziemlich groß sind, lohnt sich sogar das Museumsset. Mit dem, wie heißt es? Das ist ein Dreier-Set im Museum. Ich weiß gerade nicht, wo ich es habe. Origin of Mankind. Genau, Vermächtnis der Menschheit. Ursprung der Menschheit, ja. Hier auf der Kautschukinsel, hier habe ich es auf jeden Fall. Ursprung der Menschheit. Gibt auch nochmal. Siehst du. Ja. Nee, du zuerst. Das gibt auf jeden Fall auch nochmal 5% Produktivität, auch für Fischereien, weil Fischöl braucht man auch sehr viel. Mehrfach wurde angefragt, dass der Chat ausgeht. Dann machen wir den Chat aus, wenn ihr unbedingt wollt. Nicht, dass es nachher heißt, mein Kommentar ist nicht zu lesen. Chatbox machen wir das aus. Ja, 5% Produktivität und natürlich Arbeitskräfte. Arbeitskräfte waren hier in dem Fall sogar wichtig, weil man will ja quasi weniger Journaleros haben. Und viele Obreros, was natürlich mit geringerer Arbeitskraft wieder möglich ist. Auch wenn ich meistens nur das Minimum gebaut habe. Teilweise habe ich die Tor drinne. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich viel einfach nur hingeklatscht. Ich habe die neue Welt, habe ich in 3 Tagen aus dem Boden gestampft, komplett. Und dann hat die funktioniert, so wie sie es jetzt tut. Da hast du mal 2-3 Tage später nochmal ein Stündchen oder zwei, wo du eben kurz irgendwas reparierst, weil irgendwas fehlt oder was. Aber so. Ich habe die Lagerhäuser nicht abgezählt. Theoretisch müsste ich die abzählen, um die perfekte Ratio der Lagerhäuser rauszuhaben. Hab zu viel Produktion. In jeglicher Hinsicht habe ich mindestens 5% Überproduktion. In allem. Also Platz hat man hier wirklich ohne Ende. Und wenn es jetzt nachher heißen sollte, irgendwie, es gibt schöne und schlechte neue Welten, die gibt's nicht. Es gibt die neue Welt. Es gibt 5 große Inseln, es gibt 5 mittlere Inseln und 3 bzw. 4 kleine, je nachdem, ob man den NPC dabei hat oder nicht. Oder den Piraten, dann sind sogar nur 2. Und die Inseln haben immer Flüsse, die Inseln sind fest, da gibt es kein schönes oder schlecht geschnittenes Inselchen oder so. Die einzige Variation, die ihr habt, ist eine einzige mittlere Insel, weil es gibt 6 Auswahlmöglichkeiten zwischen mittleren Inseln und ihr kriegt davon 5. Also, die neue Welt ist eigentlich immer gleich. Und wenn ich das hier schaffe, dann schafft das auch jeder auch von euch. Das muss möglich sein. Geht gar nicht anders. Oder? Sehe ich richtig? Diesel. Das siehst du richtig, ja. Und die neue Welt ist groß genug, um über 3,3 Millionen Einwohner zu versorgen. Genau. Und selbst dann kann man anfangen, noch in den Sektkellern, die man hat, wenn man welche hat, die komische Kaffeemaschine da reinzumachen, in den Espressonateur von einem Nate aus der Arktis. Dann hast du nochmal 20 Tonnen Kaffee mehr oder was. Oder mehr sogar, 50 Tonnen sind es, 1 zu 10, glaube ich, ne? Mhm, 1 zu 10, ja. 50 Tonnen, das ist zwar nicht viel, aber das macht das dann nachher aus, so Kleinigkeiten. Mhm. Also man sieht schon, dass du das in 3 Tagen gebaut hast. Es funktioniert, keine Frage. Aber da ganz ehrlich, mehr. Es geht viel, viel mehr. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist, was du gebaut hast, aber es geht sehr viel mehr, glaub mir. Ja. Ja, im Grunde rechnest du am Ende eigentlich nur alles in Teils und dann kannst du auch so Rechnungen machen, wie ob quasi das Item vom Nate aus der Arktis besser ist oder nicht, platztechnisch. Und
dann fängst du an, viel zu substituieren mit alte Welt-Stuff, was du in die neue Welt verlagern kannst. Und so holst du dann effektiv, auch wenn du quasi nicht nur neue Weltwaren lieferst aus der neuen Welt, kannst du teilweise aus der alten Welt Sachen dann in der neuen Welt bauen. Und das ist dann quasi so das größte Das habe ich jetzt mit Absicht nicht gemacht, weil das ja ein Bug ist und ich habe keine Bugs genutzt. Was du das meinst? Mit dem... nee, das meinte ich gar nicht speziell. Okay. Also ich habe keine Gebäude gebaut, die nicht dahin gehören, wo sie hingehören. Gar nicht. Ich hatte mal Bier stehen, hier auf der Versorgungsinsel, aber das Bier habe ich wieder abgerissen. Das war mir dann zu blöd. Wollte mir das nicht anhören, dass ich nachher cheate oder so. Im Endeffekt war es nur Bier, nur Zufriedenheit. Hier passiert sowieso nichts in der neuen Welt, anscheinend. Genau. Ja, finde ich auch einen fairen Grundsatz. Also es wurde schon gemunkelt, dass der ganze Spaß mit Game Update 7 auch vorbei sein wird. Komplett, wirklich alles, nehme ich an. Und finde ich auch gut, dass du schon von vorne hinein gesagt hast, dass du es ohne machst, weil danach wird es nicht mehr möglich sein. Und dann hat man auch wirklich die gleichen Ausgangsbedingungen für alle Teilnehmer. Ja. Ja, das sind halt noch so Bugs, so Mark van der Mark, das hat der Wiesel auch schon angesprochen in dem Forumspost, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Dass das doch bitte behoben werden soll. Da nochmal zur Aufklärung, für die, die es noch nicht wissen. Wenn man eine Produktion hat, wie zum Beispiel Alpakas, und man bekommt extra Alpaka-Wolle, dann wird das jedes Mal ausgeführt. Hier sehen wir jetzt zwei, hier sehen wir wieder zwei, da wieder zwei. Also der Bonus wirkt immer, sofern es die gleiche Ware ist, wie das Produktionsgebäude herstellt. Was leider dazu führt, dass ich hier jetzt die doppelte Menge Alpaka-Wolle kriege. Und darum konnte ich hier die Hälfte Alpakas abreißen. Eigentlich habe ich hier noch weniger Bananen. Viel weniger. Hier stand sogar ein zweites Layout, um das auszugleichen. Gut, aber ich glaube sogar, dass sie den Bug zwangsweise fixen mussten wegen dem DLC. Weil du dort ja auch von dem Original-Output bekommst du ja auch laut Stream jedes zweite Mal eine Ware extra, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du an das Arktis-Item denkst für die Eisenminen, das hat ja auch eine 1:1-Ratio und das ist auch ja. Eigentlich komplett viel zu stark, dass es einfach nur so gewählt wurde. Ich möchte nichts unterstellen, aber ich glaube, es hat schon einen Grund, warum es 1:1 war und nicht 1:4, sage ich jetzt mal. Aber jetzt mit dem DLC denke ich, dass es auch rückwirkend alle anderen Items betrifft und damit auch fixt. Ich glaube nicht mal, dass sie das wissen. Ich glaube, das wussten die bis vor kurzem gar nicht, dass der Bug da ist. Ich wusste es ja bis kurz vor kurzem auch nicht, dass nach 1800 Stunden oder 2000 haben wir bald. Also ich kann dir sagen, dass sie es seit einem Monat wissen. Achso, sie wissen es schon. Weil ich es reported habe an Torloff direkt. Also Torloff hat es weitergeleitet. Ja, doch, das ist super. Also sie wissen das mit den Festen und sie wissen das mit dem Zusatzwarenbug. Mit den Festen? Welchen Festen meinst du? Und mit den unendlichen Festen. Achso. Da hattest du doch einen Fehler, aber da kommen wir dann nachher zu. Okay. Also gedenkst du dann mit dem DLC deine ganze neue Welt neu zu bauen? Dauert ja nur 3 Tage. Nein, in dem Fall brauchst du wahrscheinlich 6 Tage oder so. Ja, mal gucken, was hier alles passiert, wie sich's ändert. Wir wissen ja nicht, noch nicht, was alles was kommt. Und wir wissen auch nicht, was sich ändert. Aber so ein paar Sachen müssen sich ändern, weil sie einfach zu stark sind. Andere sind zu schwach, aber wenn man die zu stark macht, dann... tun sie gar nichts. Nee, aber wäre schön. Wäre schön, ja. Aber das ist natürlich wieder aus der Sicht vom Rekordbauer teilweise. Die eleganteste Lösung in meinen Augen wäre halt, wenn du wirklich entweder Diminishing Returns machst, dass es, je mehr du davon machst, je mehr Town Halls du baust für diese extra Arbeitskräfte, desto weniger bringt die nächste Town Hall. Oder dass du einfach ein Limit machst, dass das nur bis zu 20 extra Rathäusern funktioniert und danach einfach nichts mehr gibt. Weil dann hätten wirklich alle Spielergruppen was davon. Aber im Moment ist es leider so, dass die meisten Buffs auf den ersten Blick einfach entweder viel zu stark sind oder viel zu stark skalieren oder man sie schlichtweg einfach so weit exploiten kann, dass man die anderen Grundmechaniken aushebeln kann.
was auch nicht wirklich der Sinn von dem DLC ist, wage ich jetzt mal zu meinen. Aber es ändert sich schon viel, ja. Sehr viele Grundmechaniken, die eigentlich essentiell für 1800 sind und auch für 1800 bekannt sind quasi, fallen fast alle weg, was schade ist. Bisher ist noch nichts in Stein gemeißelt. Wir haben ja die Hoffnung und man kann fast meinen, dass sie jetzt wirklich zuhören. Also es kommen Änderungen, wirklich, die gewünscht wurden. Und ich bin jetzt immer optimistisch und sage, dass sie da vielleicht noch an der einen oder anderen Schraube drehen und jeder auf seine Kosten kommt. Nee, sie hören sicherlich zu und sie beachten auch das Feedback. Die Frage ist nur, ob sie es schaffen, die ganzen Bugs zu beseitigen. Besonders die krassen Bugs. Das Weil, gibt's ein paar Sachen, wenn die mit den neuen Mechaniken interagieren, ja, das könnte ein bisschen schlimm werden. Es gibt jetzt ein paar Sachen, sagen wir mal, das mit der doppelten Handelskammer, das ist zwar auch ein Bug, aber ich finde das doch eine sehr interessante Spielmechanik mittlerweile, weil es gar nicht so einfach ist, das dann so zu bauen, weil dann bist du quasi... Ja, du meinst Clipping, oder? Genau. Sowas. Okay. Das ist für mich quasi so ein kleiner Bug, dass das eher schon eine Spielmechanik ist, so eine extrem schwere, so. Also eine, ne? Weil gerade auf den Arktisinseln hat man nicht viel Platz, auf den kleinen Luftdingern und... Eigentlich braucht man es nur da, woanders braucht man es nicht. Ja, geh mal in die Arktis. Ich habe gesehen, du hast ja heute noch ein paar Einwohner hinzugefügt. Ja. Ist das auch stabil? Die Zigarrenspiele laufen dann und also die Zigarren und Brillen. Das läuft jetzt ja schon ein Stündchen oder eineinhalb sogar schon. Ja, das System ist jetzt auf 3,260, also ein bisschen ist es runtergegangen, aber sieht sonst recht stabil aus. So, hier sind Zigarren immer noch auf 2.500, das ist ein normaler Wert. Holz ist voll, also daran liegt es nicht. Lief ja vorher auch schon die ganze Zeit. Und hier, die Brillen sind voll. Das Holz ist auch bei 3.500, also das ist... Bisher läuft alles stabil. Ja, was habe ich geändert? Ich hatte eh zu viel Holz. Ich habe dann, oder Amtec hatte das erwähnt, dass er noch eine Insel frei hatte. Dann habe ich erst drüber nachgedacht, einfach eine Insel komplett platt zu machen und Häuser drauf zu stellen. Einfach, ja, wenn man es kann. Das Einzige, was ich belassen habe, sind die Walfänger, weil ich brauche halt das Walfleisch oder Walöl. Und ansonsten habe ich auf der anderen Insel einfach das Holz, was ich zu viel hatte, in Sägewerke umgewandelt. Dadurch habe ich automatisch weniger Logistik mit dem Holz und einen flüssigeren Verlauf mit den Brettern, weil ab und zu ist halt mein Holz vollgelaufen und dann kamen automatisch keine Bretter mehr nach. So habe ich halt eine bessere Mischung für beides gefunden und halt eine Insel freigekriegt, also eigentlich drei Fliegen an der Klappe geschlagen. Habe ich aber vorher nicht drüber nachgedacht, bevor Amtec das nicht erwähnt hatte mit den Sägewerken. Wie sieht es denn eigentlich mit der Anbaufläche aus? Weil, also ich sehe, dass fast jedes, der Holzfäller hat dieses Warndreieck bei der Anbaufläche und du kannst, also es gibt ja mathematische Formeln dafür, ab wann es sich lohnt, wann es sich nicht mehr lohnt, hat der Wiesel bestimmt drei Excel-Tabellen dazu. Hast du denn damit viel experimentiert oder hast du es einfach so platziert, wie du gesagt hast, ja, das ist eine gute Abdeckung? Ja, also erstmal bist du darauf festgelegt, wie du die Quartiere drauf kriegst, weil du musst die Holzfäller in Quartieren haben, sonst bringt es nichts. Also hast du schon mal viele tote Bereiche, in denen du teilweise, ich nehme mal hier das als Beispiel gerade, was ihr jetzt hier seht, wo das Quartier jetzt mit der Maus ist. Da in der Ecke sieht man auch, da sind noch freie Kacheln. Ich mache mal im Nacht an, dann sieht man das ein bisschen besser. Da sind noch freie Kacheln in der Ecke. Mhm. So, da, ja. Von der Quartierabdeckung habe ich es halt nicht anders hinbekommen. Mhm. Da hätten noch zwei Häuser Platz. Ja, guter Punkt. Ja, wir brauchen noch eine Kantine bauen. Und einen Heizgenerator, weil der da nicht hingeht, ganz. Ja, die Heizungen laufen natürlich auch mit Holz, damit ich das Holz gleich verbrauche. Ein paar laufen leider noch mit Kohle, aber das ist nicht so schlimm, das versorge ich nebenbei mit dem Cup. Das ist alles über. Kohle mache ich auch ausschließlich über Minen. Habe ich keine Köhler. Ja, Holzfäller, also wie habe ich die platziert? Ich habe die einfach... Hier passt auch noch einer hin, theoretisch. Ich habe auf jeder Insel ungefähr so viel Fläche, wie als wenn ich theoretisch wahrscheinlich mindestens zwei Holzfäller hätte mehr platzieren können. Von der toten Fläche her, die ich nicht nutze.
mindestens 2 pro Insel. Oder halt 6 Häuser pro Insel. Je nachdem, oder 8. Aber so platziert, ja, ich habe halt so gestellt, dass ich alles abdecke. Weil ab dem Punkt, wo ich... Wie viele Felder hat ein Holzfäller? 16. Ab dem Punkt, wo ich mit dem neuen Holzfäller mindestens 16 neue Kacheln erschließe, die ich vorher nicht hatte, inklusive Straße, also sagen wir mal 20, verliere ich keine Felder. Da mache ich nur Plus. Auch wenn beide schlecht arbeiten. Die Einwohner brauche ich sowieso, daher ist das egal. Darum alles, was auf 50% läuft, läuft auf 50%. Kein Problem. Da ist eigentlich nur wichtig, dass du alle Kacheln nutzt, habe ich das Gefühl. Geht bestimmt irgendwie besser, klar. Die eine hier zum Beispiel läuft nur auf 38%, aber das habe ich vorhin was hinzugefügt noch. Wenn die Straße noch weg, dann ist das schon wieder bei 39, 40%. Arktis ist nicht so mein Ding, das ist nicht so angenehm mit den Heizöfen, muss ich sagen. Ziemlich nervige Mechanik, wie ich finde. Kommt auch ständig zu irgendwelchen Problemen, da die Heizöfen immer 10 Holz auf einmal holen und dann mit den ganzen Holzfällern habe ich als Stau an einem Magazin. Daher fällt das ab und zu mal aus. Aber das hat sich auch gelöst jetzt, wo ich Inseln quasi zusammengefasst habe, die 3 zu einer. Beim Thema Clipping, hattest du da eigentlich viele Gasminen, die dir einfach hochgegangen sind? Weil man ja im Hinterkopf behalten muss, dass sie es wahrscheinlich nicht gewusst hatten beim Designen und man schon erkennen kann, dass mit einem Clipping von einer Gasmine die Explosionswahrscheinlichkeit doch relativ nervig ist, wenn man länger spielt. Die Explosionswahrscheinlichkeit steigt ja exponentiell mit der Produktivität. Ist ja allgemein bekannt. Egal mit welchen Gebäuden, auch mit Minen oder mit Glas oder man hast du nicht gesehen. Steigt das eigentlich nur exponentiell, aber Gas... Also ich habe teilweise, wenn ich es geschafft habe, habe ich einfach 2 Polarwachten hingestellt, dann ist das auch sicher. Oder auch 3. Genau, das meine ich, ja. Dass du da dann, weil du einfach keine Lust mehr hattest, einfach statt dem Haus eine Polarwacht dann hingestellt hattest. Ja, also ich habe meine Arktis bis vorhin sogar so gebaut, dass sie auch nach dem DLC noch funktioniert. Also ohne Zeitung war sie geplant. Jetzt mittlerweile läuft sie halt nur mit der Zeitung. Die halt in der Arktis funktioniert, was ja eigentlich auch noch ein Bug ist. Der wahrscheinlich auch gefixt wird. Genau, und ab dann bricht hier, dann muss die Insel hier wieder weg. Die 10.000 müssen dann weg, weil die kann ich nicht versorgen. Unwahrscheinlich. Vielleicht zur Hälfte kann ich versorgen. Mit Dosen kann ich sie versorgen und mit Kantine. Na gut, das ist eigentlich schon alles, was ich brauche. Habe ich ja schon Ostwacht, da sind 3, 6 und 4 sind 10. Habe ich schon 10 Einwohner pro Haus. Und der Rest kann durch Überschuss versorgt werden. Ich habe gerade das Bedürfnis, einfach U zu drücken und alle aufzuleveln, aber weil die Insel eben so unfertig aussieht mit nur Technikern, es ist einfach ein komischer Anblick. Techniker, darüber geht's doch gar nicht, oder was meinst du? Ja, das war auch eher als Witz gedacht. Achso. Ja, das wäre schön, wenn in der nächsten Afrika-DLC als Finale noch eine dritte Bewohnerstufe reinkommt. Aber glaube ich nicht dran. Jennenser, vielen lieben Dank für deine Donation von 10 Euro. Vielen lieben Dank. Gut, magst du zum Schluss vielleicht nochmal über die Statistik gehen? Die nur Statistik? Damit wir ein Größenverhältnis haben. Größenverhältnis, oh Gott, wo wollen wir denn da anfangen? Alle Inseln natürlich? Nur gesamt. Ich glaube, das reicht, wenn man es gesamt sieht, oder? Ja. So, ja, Bauern, Arbeiter, Handwerk habe ich gar nicht mehr. Ingenieure habe ich 300 Häuser, die stehen alle auf dem Cup. Investoren sind wir bei 41.879. Das ist eine Menge. Das ist definitiv eine Menge. Drake hatte, glaube ich, 40.000. Mein Ziel waren mehr, 42.000. In dem Fall habe ich gesagt 42.000 Häuser. Womit ich jetzt klarkomme. Mit dem DLC werde ich sie dann haben durch die ganzen Arbeitskräfte. Und ich brauche die Ingenieure nicht mehr. Also wahrscheinlich hat man dann nur noch Investoren. Höchstwahrscheinlich mit dem DLC. Ja, Jornaleros brauchst du halt ein paar. Obreros, das ist eigentlich... Jornaleros, Obreros ist eigentlich nur Bedarfsgut. Da habe ich nichts extra.
Entdecker ist Bedarfsgut und Techniker habe ich jetzt halt auf der einen Insel hier die 1000 Häuser hingestellt. Ne, nicht 1000 Häuser, wie viele waren das? Die 10.000 Einwohner, also 500 Häuser auf dieser Insel, nur für Einwohner. Und der Rest halt auf den oberen Inseln mit den ganzen Flipping-Sachen. Da hat natürlich auch wieder die Schwierigkeit. Da braucht man dann auch die... man braucht natürlich auch mehr Techniker, die man versorgen muss mit dem Clipping, weil man halt mehr Gasstationen bauen muss, ne? Mhm. Das kostet also auch nochmal mehr Ressourcen, auch wieder viele Einwohner, weil man halt mehr Versorgung braucht für die ganzen Rentiere und sowas. Soviel zu den Einwohnern. Finanzen sind irrelevant, das interessiert keinen. Oder vielleicht nochmal kurz, wie viele Schiffe wir hier haben. Ich habe 777 extravagante Dampfer, von denen mindestens 20 rumstehen. Also 750 extravagante Dampfer in aktivem Betrieb. 43 Öltanker. Und ungefähr 120 Luftschiffe. Die anderen 140, die da draufstehen, stehen alle hier oben als Kartenaufdeckung. Als Lag-Verursacher meinst du? Genau, Spielbremse, 3 Sekunden ungefähr. Aber mein Spiel läuft auf normaler Geschwindigkeit komplett flüssig. Ah, das ist schon wirklich krass, ne? So wie es muss. Und performance-technisch ist, glaube ich, Ubisoft mit Anno zumindest so extrem weit vorne. Also da hat sich sehr viel getan die letzten Jahre, ja. Also die neue Engine seit 22.05, absoluter Wahnsinn, performance-technisch. Genau. Sieht man ja, wenn die Engine über 3 Millionen Einwohner aushält, das ist krank. Ja, und halt auch 750 Schiffe, 100 oder im Endeffekt sind es ja sogar 1000. Ich habe ja 750 Luftschiffe, von denen ich der Meinung bin, dass die mehr Leistung brauchen als normale Schiffe. Weiß nicht, kann sein. Und halt 750 Schiffe, das ist halt... Hätte ich nicht erwartet, dass das so gut läuft immer noch. Überhaupt. Ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen noch einen Forumspost von wem, der irgendwie gesagt hätte, bei ihm würde es anfangen zu laggen. Ja, das liegt einfach daran, wenn ich jetzt bei mir auf dreifach stelle, dann läuft das Spiel genauso schnell wie vorher, aber die FPS kommen nicht hinterher, weil das Spiel halt trotzdem mit aller Gewalt versucht, die FPS nach oben zu drücken. Aber das Spiel hat nicht genug Signale, um diese FPS zu halten. Darum stottert das so. Aber es läuft mit der gleichen Geschwindigkeit wie vorher. Ihr müsst einfach nur, wenn es zu stark laggt, die Spielgeschwindigkeit leider reduzieren. Dann funktioniert das. Zumindest mit einem leistungsstarken PC, den ich hier jetzt stehen habe. Genau, Performance kannst du nichts zu sagen. Sekt, sag ich. Produktion, das sind meine Lagerbestände, die sind natürlich extrem. So, Bedarfsgut. Ja. Ein paar Zahlen verfälschen natürlich. Wenn wir jetzt oben anfangen, Holz. Hier steht jetzt 860 benötige ich. Aber das ist eine Menge an Holzfällern, die auf dem Cup stehen, die ich gar nicht brauche. Also wirklich eine Menge an Holzfällern. Nicht Holzfällern, Sägewerken. Das sind bestimmt 20 Sägewerke, die ich nicht brauche. Wenn ich die aktivieren würde, wird das ungefähr auf Null laufen. Und vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Glückwünsche, die immer wieder im Chat kommen. Dankeschön, auch vielen Dank für euren Support. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, auch nicht ohne Wiesel oder Zulag. Viele Tipps von den anderen Rekordbauern bekommen. Danke dir für die Unterhaltung. Das wäre nicht so einfach gewesen. Rekordbau ist immer Team-Effort. Es ist nie eine Einzelleistung. Ja. Toll. Ja, Bretter ist halt ein Abfallprodukt von den Baumstämmen. In dem Fall aus der Arktis. Wenn wir Bäume gucken, ich habe 700 Tonnen Bäume. Davon sind 350 Tonnen Bretter. Plus die 130, die ich selber mache. Dann komme ich halt auf 480 Tonnen Bretter. Das reicht halt für die Zigarren und ein bisschen Baumaterial. Wenn mir was kaputt geht, Fisch habe ich nur eine auf dem Cup stehen. Schnaps ist ab. Warte mal, ich habe noch Schnaps. Ne, ich habe Schnapsbedarf. Wo habe ich den Schnapsbedarf? In der Arktis ist Schnapsbedarf, ne? Wahrscheinlich, ja. Lehmgruben habe ich noch irgendwo stehen, klar, das braucht man, ein paar Lehmbrennereien, das ist alles nur zum, wenn man was abfackelt. Getreide ist ein Abfallprodukt vom Ali, das müsste ungefähr hinkommen. Brot ist ein Abfallprodukt, um Trauben und Schokolade zu generieren, 200 Tonnen, einfach mal so Abfallprodukt. Kohle läuft ausschließlich über Minen, 750 Tonnen.
Davon brauche ich 700 Tonnen. Weiß nicht, wie viele in der Arktis. Hier ist sogar eine kaputt gerade zufällig. Hier mal kurz rein, Produktion. Eisen ist komplett Abfallprodukt, nur um Öl zu erzeugen. Stahlbarren kaufe ich beim Nate für Stahlbeton in dem Fall. Talg, ich habe noch eine Siederei da oben irgendwo stehen auf dem Kap. Aber nur falls ich mal irgendwo was nachziehe, habe ich eine Seifenproduktion, die nebenbei läuft. Den Talg hole ich mir einfach aus der neuen Welt als Abfallprodukt. Ja, hier ist die Seifenproduktion. Bier. Da mache ich keins. Habe ich abgerissen. Quarzsand läuft genau auf Null. Aber nicht auf Null, das sind jetzt 8 Tonnen Unterschied. Genau wie Glas ist auch 8 Tonnen Unterschied. Also Quarz läuft gut aus mit 1300 Tonnen, was ziemlich viel ist. Aber da kann ja auch noch was weg, wenn man jetzt bedenkt, dass ich eigentlich von allem so 20, 30 Tonnen zu viel habe, dann kann das ja auch noch runter. Ne? Das sind noch ein paar Häuser wieder. Vielleicht spare ich mir irgendwo eine Handelskammer, kann da besser wieder Glühfäden hinstellen, wir mehr Rathaus nutzen und. Auch müsstest du, ich glaube, da ist der Otter nicht eingerechnet, oder? Und ich glaube, das sind mehr als 10 Tonnen Differenz. Da hast du Otto nicht mit eingerechnet. Also ich denke, da hast du wirklich gut was über. Ja, das habe ich halt, ich habe mehr Glas gebaut, nachdem Aimtap sagte, dass beim Otto dasselbe Problem ist wie beim Zucker. Darum habe ich da zumindest ein bisschen übertrieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass er nicht, ich habe sogar live gesehen vorhin einmal, dass man halt Glas bekommt, obwohl das interne Lager voll ist. Das wäre auch mal schön, wenn da ein Puffer drin wäre, einfach was höher geht. Dann wäre das Problem sofort gelöst. Nee, wahrscheinlich nicht, weil die KI ja immer quasi den Fehlbestand holt und die KI einfach nicht damit kalkuliert, dass da noch was reinkommen könnte. Ja, das soll einfach ins Lager, dann ist das Problem, dann auf jeden Fall. Oder so, ja. Ja, Rindfleisch brauche ich als Abfallprodukt bei den Alpakas auf jeden Fall. Fenster mache ich ein paar zum Bauen. Gulasch ist Abfallprodukt bei der Wurst, die ich mit Rindfleisch mache, um damit Dosen herzustellen. Hier fehlen jetzt zwei Dosen. Die zwei, die da fehlen, sind in der Arktis als Nebenproduktion beim Pemmican. Ansonsten habe ich im Minimal Plus. Nähmaschinen ist Abfall bei den Glühbirnen. Da habe ich, glaube ich, 20 Tonnen Abfallproduktion oder 30 sogar. Rum ist Abfall bei Schokolade und Bananen. Baumwolle habe ich ein bisschen was gebaut. Auf einer kleinen Insel irgendwo. Und da verarbeite ich das auch gleich für die Hüte halt. Bonschos, das ist alles neue Welt. Die ganzen Minen hier laufen alle nur sinnlos. Öl, wie gesagt, es kommt vollständig aus Minen, bis auf die kleine Insel aus dem Kap. Brillen. Brillen fehlen mir sogar 28 Tonnen, 27 Tonnen. Diese 27 Tonnen müssten aber aus dem Dings herkommen. Wo haben wir ihn denn? Aus dem Ram-Devi kriege ich 35 Tonnen genau. Abfall. Mhm. Damit müsste das passen. Kautschuk läuft halt auch in der neuen Welt für die Autos, weil ich ja keine Kohle habe. Hochräder werden gar nicht hergestellt. Kaffee, ja. Kaffeebohnen, hier sieht man schon an den Bohnen, dass ich zu viele habe. Ich habe 1040 Bohnen und brauche 2050. Ich kriege die Hälfte von den Bohnen wieder. Also habe ich ungefähr 30 Tonnen zu viel an Kaffeebohnen. Mhm. Sieht man schön an deiner Durchschnittsproduktivität, was du hier sparen könntest. Genau. Wenn alles auf 100% läuft, das ist wieder so ein Lagerhaus-Ding, ne? Wie man die platziert. Ja, genau. Beim Kaffee das ist ein Logistik-Ding, aber du könntest da sicherlich ein paar Häuser rausquetschen. Ja. Beim Kaffee sieht man auf jeden Fall, da habe ich 100 Tonnen zu viel. Das ist natürlich. Ja, das sind halt die Prozente, wo du mit gerechnet hast. Und dadurch, dass der Bedarf so extrem hoch pro Minute ist, ist auch die Tonnenanzahl am Ende extrem hoch, ja. Da kann man auch nochmal vieles rausschneiden. Ich lasse das jetzt erstmal so bis zum DLC. Gucken, je nachdem, wenn wir nachher noch die Prozent-Items kriegen, dann wird es vielleicht wieder knackig, dann muss ich noch umbauen. Ich schätze mal, ich kann so auf 3,5 hocharbeiten mit dem DLC dann. Je
nachdem, wie die Produktionen laufen. Ja, Taschenuhren liefere ich zu allen kleinen Inseln, damit die nicht so viel streiken, weil ich habe da ein anderes Safe-Game. Da laufen halt, keine Ahnung, ich glaube 60, 70 Flash-Mobs rum, das hört gar nicht mehr auf. Das ist die einzige Möglichkeit, die Insel abzureißen. Das passiert halt irgendwann mal, zwangsläufig. Und um das zu verhindern oder zu minimieren, habe ich die Taschenuhren dahin geliefert. Glühfäden mache ich auf Nullproduktion. Habe ich vorhin noch ein paar abgerissen. Da könnte sogar noch einer weg, sehe ich gerade. Oder zwei. Glühbirnen fehlen mir 13 Tonnen. Die 13 Tonnen laufen über Susanna Brightwoman. Da kriege ich nochmal 25 Tonnen. Nee, nicht Susanna Brightwoman, das war die Goldfrau. Susanna die Dampfingenieure, so heißt sie, glaube ich. Da gibt es dann nochmal 25 Tonnen Glühbirnen, darum habe ich hier ein bisschen Luft. Gas habe ich extra ein Kraftwerk weniger gebaut. Ich habe nur 16 gebaut und keine 17. Trauben. Ja, bei Trauben variiert die Spielweise natürlich von allen Spielern extrem. Ich habe meine Trauben jetzt so gewählt, dass ich sie dahin baue, wo ich der Meinung bin, dass es mehr lohnt, Trauben zu bauen. Nehmen wir mal die Ecke hier. Wenn ich die Trauben hier abreiße, kriege ich da vielleicht 5 Häuser hin. Weil ich den Rand sowieso nicht gut nutzen kann. Und so ein Traubenfeld ist mindestens 5 Häuser wert. Ich glaube, irgendwo bei 8 oder so ist der Schnitt. Also wenn man 8 Häuser hinkriegen würde, würde sich die Häuserzahl wahrscheinlich mehr lohnen. Aber so in dem Fall lohnt sich die Traubenzahl mehr. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Also ich glaube, sobald du über 4 Häuser hinkriegst, lohnen sich die Häuser mehr. Ja, okay. Es ist irgendwo bei 4,2 oder 4,3. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich glaube nämlich, deine Rechnung, wo du im Stream mal hattest, war ich auch erstmal stutzig, weil das dann schon ziemlich zu gut für die Trauben geklungen hatte. Aber da muss ich selber auch noch erstmal nachrechnen, deswegen du wirst es wahrscheinlich schon gut gelöst haben. Ja, und halt auch in Ecken, wo ich es... gibt so Inseln, die große Insel hier mit dem Öl dazu. Da hatte ich auch keine Lust mehr zu puzzeln, wenn ich ehrlich bin. Unter anderem keine Lust zu puzzeln und halt auch, weiß ich nicht, so sieht es irgendwie schön aus, hat man mehr Kacheln genutzt, wie ich finde. Aber was ich noch sagen wollte, du kannst eigentlich für deinen, wirklich den Rekord, den du jetzt, sag ich mal, ins Buch schreibst, könntest du einfach noch diese Prozente, was du mehr gerechnet hast, was du jetzt quasi von jeder Ware eigentlich über hast, kannst du einfach quasi die Sektfrau jetzt durch die 10% Items ersetzen, sodass du quasi auf 0 rangehst. Dann hättest du den wirklichen Rekord vor dem DLC, ne? Ja, im Tech kommt ja auch noch. Der sagt ja auch, dass er 3-3 machen möchte. Was auf jeden Fall auch möglich ist. Aber ob er es dann umgesetzt kriegt, ist natürlich eine andere Frage, ne? Aber das sehen wir dann ja nächste Woche. Soweit wird er dann ja sein. Was denn noch? Ja, Trauben, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, das mit den Items austauschen, klar, da kann man noch ein bisschen mehr rauskitzeln, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Sulak. So vieles ist halt, das sind halt so Sachen, die kann man sich zwar genau ausrechnen, aber das würde ich halt jetzt so nach und nach anpassen, ne? So, dass ich die Items austausche, hier habe ich jetzt keine, jetzt müsste jetzt auf den großen Inseln hier nach und nach die Items austauschen. Jetzt läuft das schon 2 Stunden, jetzt kann ich sehen, ob mein Sekt hochgeht oder nicht. Mein Sekt geht hoch, also kann ich wieder Items austauschen, habe ich wieder mehr Einwohner. In die alte Welt gehen, das kann ich jetzt nebenbei mal machen. War nicht viel, aber es ist was. Ich habe auf jeder Insel nämlich 4 Items ausgetauscht. Ja, da könntest du tatsächlich die 3-3 eigentlich machen. Und das ist eine schöne Zahl. Müsste sich ja ausgehen, ja. Wenn es auf jeder Insel 4 Items sind. Dann kann der Imtech noch mal einen Tag länger schwitzen. Ja, mal gucken, wie sich das nachher auszahlt mit den Trauben. Ich habe halt 100 Tonnen Trauben gebaut, ne? Der Imtech hat ja 500 Häuser mehr. Also wenn ich da 500 Häuser reinkriege, dann... könnte man das vielleicht wieder irgendwie zumindest gegensteuern, aber der Rekord hier ist jetzt in dem Fall so wie er ist, reicht er erstmal. Wenn MTX soweit ist, habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit, das dann quasi zu kontern. Weil bis dahin
Ja, ist halt keine Zeit mehr. Die ganzen Änderungen brauchen mindestens 2 Tage, schätze ich. Vielleicht sogar mehr. Also der Aufwand, den du jetzt betreiben müsstest, um nochmal vor dem DLC nochmal alles zu optimieren, finde ich auch unverhältnismäßig. Also ich finde die Leistung wirklich überragend und du hast jetzt nicht mehr lang Zeit bis zum DLC. Bis wir dann aufstand, das dauert noch ein Stündchen, bis der rum ist. Also Sachen, ne? Dann hast du mal Aufstand und dann ist erstmal 2 Stunden Pause, so gesehen. Glück gehabt, dass es gerade nicht passiert ist, so wie bei dem 1-Millionen-Ding damals. Ich tausche mal ein paar aus, mal gucken, ob das gleich noch ein bisschen höher geht. Da sehen wir schon, wie das hochschießt. Ob das dann stabil bleibt, weiß ich nicht. Aber das sind so diese Feintuning-Sachen, die mir jetzt halt noch fehlen. Gut, aber das ist ja Plug and Play. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du wieder reduzieren mit der genau, das ist das Sektfrau. Schöne. Mal ganz kurz AFK. Ja, auch eintauschen und ja. Ja gut, dann können wir ja mit dem DLC starten, oder? Haben wir alles durchbesprochen. Ja, spielt schon soweit durch. Sieht doch gut aus. DLC, ja. Wo beginnen wir da? Ja, wo magst du denn anfangen? Ich würde jetzt erstmal sagen, mit dem kostenlosen Game Update 7, was wir natürlich am selben Tag bekommen. Mit der Einflussänderung. Ne, wie gesagt, das kriegen alle, nicht nur die das DLC kaufen. Der Einflussänderung und auch dem Feedbacks-Post, den wir da hatten von Eli Bleakworth. Der wurde nämlich bestätigt vor ein paar Tagen. Vor 2 Tagen, um genau zu sein, von dem lieben Marcel, Com Raven. Denn mit Update 7 werden, soweit wir bisher wissen, einige Fehler behoben. Unter anderem wird auch eine Änderung vorgenommen, sodass beim Eli Bleakworth, genau wie bei den Besucherhäfen, keine Taucherschiff-Items mehr zu finden sind. So seine Aussage. Ob das dann so funktioniert, sei mal in den Raum gestellt. Aber da bin ich zuversichtlichdass sie das wohl geändert kriegen, einfach den Lootpool rauszunehmen. Was natürlich nochmal das Rollen 5% leichter macht und im Besucherhäfen nochmal 16% mehr Legendaries bringt, die wir auch wirklich brauchen. Also ich habe jetzt wirklich richtige Datensätze dazu, weil ich habe das ja durchlaufen lassen bei mir, die 68 Stunden. Ja. Von meinen 24.500 Items knapp sind über 1.600 Items Bergungsschiff-Items. 24.500 sagst du? Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit 1600 Bergungsschiff-Items anfangen soll bei einem Bergungsschiff, aber Gott sei Dank wird es ja mit dem Patch behoben. Ja, das sind 15,3%. Darum habe ich ja, das entspricht etwa einem Wert von 16%. Klar, man hat es ein bisschen hochgedreht, aber selbst 15% ist immer noch zu viel, ne? So, wieder da. Völlig übertrieben. Völlig übertrieben, ja. Gott sei Dank haben sie das geändert oder werden sie das ändern. Da muss ich aber sagen, mich wundert, dass sie es komplett rausnehmen. Ich hätte gedacht, sie reduzieren es stark. Einfach die Gewichtung des Pools reduzieren, damit die nicht mehr so häufig kommen. Aber sie nehmen es einfach komplett raus. Das ist halt Wahnsinn, ne? Das wäre ja Aufwand. Da müsste man eine Zeile dazu schreiben. Da lösche ich doch lieber eine. Nee, ist auch besser so. bitte lasst es dann einfach so. Nur die 10 Vanilla-Pools und das ist wirklich eine runde Sache. Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben, ändern sie noch das Waka-Set mit dazu. Das wäre natürlich noch ein kleiner Schmecker, ne? Aber glaube ich kaum. Das ist so kleinlich, da werden sie wohl nicht drauf achten. Was tatsächlich noch spannend wird, ist, weil es hieß ja, es ist der Vorgeschmack auf die Patch-Notes. Und wenn sie dann so weit gehen, dass sie die kompletten Händler aufräumen und dann bei Eli Bleakworth die neue Weltsachen entfernen, gut, dann sag ich mal, wird das Ganze ein bisschen unangenehmer, wenn man dann neu startet und ohne Isabel Samento spielt. Weil dann müsste man sich das ganze Zeug, so viel ich weiß, über Expeditionen holen. Und das bedeutet laden. Welche Items meinst du jetzt genau?
Baumpflegerin Hermann, also bei uns in dem aktuellsten, sage ich jetzt mal, besten Setup von dem Seed, kaufst du die ja alle bei Eli Bleakwurf. Genau. Die alle erladen, ja gut. Das hat er aber nicht explizit erwähnt, also schätze ich nicht, dass das da passiert, weil das ist ja immer noch ein NPC, den man deaktivieren könnte. Ja, einmal noch gehen sie noch hoch auf 2,7, mal schauen, wo die noch landen. Alles, was jetzt gerade fehlt, sind die, ist der Aufstand an der einen Welt. So, dann haben wir noch die Änderung der Attraktivitäts-Items. Da sitze ich immer noch mit einem Fragezeichen vorm Kopf, warum das geändert wurde. Na, bist du nicht der Einzige. Weil, ich habe mich eh geäußert im Forum. Weil, ich meine, es ist okay, dass sie es ändern und reduzieren, aber es sind eben nur die Items, die sowieso keiner hat. Weil das sind alles diese Exklusiv-Items aus Bente, Kahina und Xinglingenfrau. Genau, ja. Und genau die man häufig kriegt, die sind nicht genervt worden. Genau, die Schul-Items, die beiden, weil die Schulen lohnen sich, wie ich finde, mehr als die Varieté. Weil die Varieté wird hier auch nochmal genervt hier im Nachhinein. Aber dafür die Reichweite, nee. Ja doch, die Reichweite wird erhöht, aber die Attraktivität genervt. Und das ist so ein okayer Deal. Genau, ein Link zur Seite. Es ist einfach nur das Forum von. Ja, hast du einfach mal. Hier mit Schulen erreicht man halt ohne große Farmerei auch so die 6.500 auf mittleren Inseln und auf großen. Ja. Das sind so die Änderungen, die wir jetzt so gekriegt haben und kriegen werden. Die nächsten Tage. Also, aber wie du vorhin eh schon angesprochen hast in deinem Stream, es wird definitiv einfacher, jetzt mit perfektem Setup unter Anführungszeichen Items zu farmen. Also genau. Man spart sich am Ende 10 bis 12 Stunden. Siehst du, das ist doch schon mal was. So viele neue Möglichkeiten, da kann doch jedermann auch mal ein paar mehr Items kriegen. Ne, genau, aber die Änderungen betreffen also den Rekordbau eigentlich im Endeffekt eher nicht. Also in einem Monat hat es schon jeder vergessen, dass die Items mal besser waren, weil es einfach untergeht. Und ja, meiner Meinung nach, ich hätte mir eigentlich fast gewünscht, dass sie es durchziehen und wirklich flächendeckend es reduzieren und mehr in Richtung Kulturmodule. Aber im Grunde für mich und auch die meisten anderen Rekordbauer wird es einfach keinen Unterschied machen, weil man jetzt auch mit den einfachen Einflusseinstellungen einfach nur die Weltausstellung mit 4 Belohnungen pro Ausstellung macht und dann einfach nur Kultur sockelt. Also keine Ahnung, wirklich eigentlich Fragezeichen, was der Nerf bezwecken soll. Die Weltausstellung, den Effekt habe ich auch nicht ganz verstanden, weil leider sind viele Sachen, die es da dann gibt, so stark entwertet worden durch die ganzen Legendaries, selbst durch Sachen, die man kaufen kann. Bestes Beispiel ist Feras. Feras ist besser als jedes Item, was du in der Weltausstellung kriegst. Und die jetzt hochzuschrauben, ja. Vielleicht kriegen wir irgendwann unseren Maskenball, der auch mit erwähnt wurde in dem Beitrag. Also wie das mit den Weltausstellungs-Slots funktionieren soll, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, weil teilweise sind die Weltausstellungen an fixe Slots gebunden. Also, keine Ahnung, wie sie das dann mit dem vierten Slot wahrscheinlich machen werden sie einfach alle drei Slots in einen Slot verbinden und den als vierten ansetzen, denke ich mir jetzt. Oder es fällt einfach ein Item doppelt ab. Also wirklich zweimal. Gut, aber das ist jetzt natürlich immer die technische Seite, weil, wie der Wiesel schon erwähnt hat, jedem Slot in der Weltausstellung ein fester Pool zugeordnet wurde und man könnte jetzt nicht einfach so sagen, oder man sagt halt, der Slot 1, 2 oder 3 wird verdoppelt. Da gibt es ganz viele Fragezeichen und Variationen, wie man sowas dann tatsächlich umsetzen kann. Wissen tun wir es im Moment aber noch nicht. Ja, das sehen wir dann nächste Woche, ne? Das sehen wir erst nächste Woche. Wollen wir dann allgemein eventuell die ganzen Buffs einfach durchsprechen oder hättet ihr noch was anderes? Ja, hätte ich gesagt, ne? Hey Leute. Nicht, dass es zu spät für euch wird. Ich mache einfach mal mein Video auf, weil da habe ich nämlich alles drin. Das ist einfacher.
Machen hier Vollbild, dann klicken wir hinten rein, weil da ist das so. So, ja, Rathaus wissen wir leider nicht. So viel erstmal vorweg. Wir können ja erstmal mit den Basiseffekten anfangen. Im Basiseffekt kriegt man ja zumindest einen auf jeder Insel und alle fünf auf dem Cup. So, die 50 Workforce per Town Hall, also 50 Arbeitskräfte pro Rathaus. Sorgt halt unter anderem dafür, dass man, zumindest wir haben so unendlich viel Arbeitskräfte, dass das absurd ist. Das System fällt für uns weg, genau wie Geld und Einfluss. Ich finde aber für normale Spieler, da muss man halt bedenken, so ein normaler Spieler hat halt keine 500 Rathäuser. Ein normaler Spieler hat 5 Rathäuser. Vielleicht 10, wenn er Glück hat. Und dann sind 500 Workforce nicht mal viel für ihn, weil er wahrscheinlich dann nicht mal genug Items nutzt, damit die 500 auch wirklich zur Geltung kommen. Wie ich finde. Du gerade noch den Post von Wiesel da, was du letztens geschrieben hattest. Ja, aber da sprichst du es eben gerade an, weil wenn du sagst, jemand, der normal spielt, für den ist der Effekt dann auch nicht wirklich sinnvoll oder gut zu nutzen, weil er die wahrscheinlich gar nicht nutzt oder weil es nicht ausreicht, weil er gar nicht so viele Rathäuser hat. Ja. Und die extremen Leute wieder, naja, ich habe es eben vorhin geschrieben, plus 100.000 Arbeitskräfte, ja, schön. Hast du den Beitrag gerade balanced? Offen habe ich es nicht, nein, aber ich kann es raussuchen. Ja, ich finde das gerade nicht. Ja, nett, ich suche dir raus. Ja, aber es ist ein guter Punkt, den er anspricht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, als neuer Spieler den Palast baue, dann würde ich mir eigentlich wünschen, ich hätte so einen Einmaleffekt, der aber wirklich viel bringt und mir wirklich aus einer Klemme hilft oder so. Aber die 50 Arbeitskräfte sind tatsächlich dann irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein für meine 4 Stahlwerke mit je 200 Arbeitskraft zum Beispiel. Rathäuser kannst du erst auf Handwerkern bauen. Gut, aber es war jetzt so ein Beispiel, weil mir eingefallen ist, dass die viele Arbeitskräfte brauchen und 50 dann eher wenig sind, aber ja. Also es ist glaube ich schön, auch wenn, na gut, eigentlich hast du den Effekt erst, wenn du Investoren erreichst, also um mal genau zu nehmen. Und das Ding ist ziemlich teuer, also nicht gerade frisch von Investoren erreichst, dann brauchst du noch. Also ich finde den Effekt dafür, dass er so hoch gewählt ist, für den Anfänger gut. Aber für uns halt übertrieben. Also wie du schon sagtest, da muss irgendwie ein Damaging Return rein oder ein Maximum von, sag mal, 1000 Arbeitskräften geschenkt. Oder lass es 2000 sein, irgendwie sowas. 2000 erreichen normale Spieler nicht und wir haben da immer noch eine kleine Begrenzung. Also das wäre vielleicht schön. So ein Wunschvorstellung, so eine Begrenzung. Glaube ich leichter als den Damaging Return einzubauen. Gut, wäre halt dann quasi erstmalig, glaube ich, für Anno 1800 dann in der Form. Deswegen eher unwahrscheinlicher. Danke, Wiesel. Machen wir nachher. Nee, aber können wir festhalten, irgendwie unpassend für beide Spielerparteien? Oder findet ihr den Buff an sich okay? Also ich würde den Buff okay finden, wenn er lokal wäre und nicht auf alle Inseln wirken würde. Das stimmt, ja. Lokale Wirkung, also nicht über den Pendlerkai verteilen. Genau, skaliert halt wieder eigentlich extrem gut mit dem Pendlerkai. Ja. Der ist ja jetzt schon stark mit 200 Arbeitskräften pro Insel. Ja. Das ist schon übertrieben. Der ist jetzt schon ziemlich stark, also wenn er nur auf eine Insel wirken würde und diese Arbeitskräfte nicht verteilbar wären, dann wäre es okay. Aber so ist es nicht okay. Wie wäre es, wenn man gleich den Pendlerkai nerft und einfach nur die halbe Arbeitskraft teilt? Wäre ich dafür, ja. Komplett. Also da würden zwar alle anderen schreien, aber ja, okay, können wir machen. Eigentlich wäre das für uns zumindest die bessere Lösung, aber für Anfänger, ja. Muss nee, nicht sein. Klar, sicher. Man muss ja an alle denken. Genau. Darum werden ja nur Items genervt, die eh keiner hat. Ja, Effekte haben wir da leider keine, darum habe ich da einfach ein leeres Bild draus gemacht. Was glaubt ihr denn, was wir kriegen als Rathauseffekte?
Oh ja, das ist eine schöne Idee. Spekulation. Zudok fängt man an. Also ich sehe gerade, am besten bauen wir das auch so auf, dass wir einen Effekt mit wenig Stärke haben und dann quasi nach unten hin immer stärker werden. Dann wäre es für mich so eine Idee für den ersten Slot, wäre, Einkommen haben wir jetzt schon, das wäre meine Vermutung für Rathaus. Ich könnte mir nochmal so eine Variation, so einen Twist von extra Happiness von Getränken oder so, könnte ich mir vorstellen. Also Happiness geht gar nicht. Das ist ein ganz, ganz mieses Pflaster. Ja, das ist ein dünnes Eis. Also ich hätte eine schöne Idee. Und zwar vielleicht einen Buff-Effekt für Feuerwachen, Polizeistationen und Krankenhäuser. In Rathausreichweite. Dass sich bei denen die Aufstandswahrscheinlichkeit, Brandwahrscheinlichkeit und Krankheitswahrscheinlichkeit jeweils um weitere 10% reduziert, als Beispiel. Entweder sowas, ja, das wäre aber wieder ein bisschen stark, oder halt, dass es direkt auf eine Feuerwache oder so wirkt und dass halt eine Einheit zusätzlich verfügbar ist im ersten Slot oder so. Das wäre nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Das Rathaus wirkt auch auf öffentliche Gebäude. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre vielleicht für normale Spieler ganz nett, so ein Effekt, weil dann können sie die Katastrophen besser bewältigen. Ja, man kann das ja vielleicht auch sogar on the fly ändern, so mittendrin. Oh, ich habe gerade einen Aufstand, ich mache eben schnell das Aufstandding rein. Genau, ja, so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Wäre eine coole Spielmechanik, dann hätte man auch die Idee umgesetzt, dass die Leute auf verschiedenen Inseln quasi verschiedene Politik machen können. Genau. Wie so ein Staat halt. Ich sag mal, Beispiel ist jetzt Amerika, da ist in jedem Staat herrschen andere Gesetze so halbwegs. Dann könnte man das ja auch umsetzen auf den Inseln, ne? Ja, was könnte man sich da noch vorstellen? Ich sag mal, als letzten Slot oder vorletzten, wahrscheinlich tendieren wir da alle zu dem weiteren Item-Slot, der eigentlich zu stark wäre. Ja, es bietet sich an, weil wir das Gleiche bei der Handelskammer sehen. Und wenn sie quasi von der Handelskammer nicht zurückschrecken, dann finde ich es naheliegend, dass sie auch gesagt haben, ja, dann lass für die Rathäuser auch einen Slot mehr machen. Ist genau. Zwar jetzt balancing-technisch nicht so ideal, aber... Der normale Spieler hat nicht so viele Items. Das ist wieder das. Dass wenn er welche hat, kann er sie auch nutzen. Bei uns sind Items ja keine Frage, darum... Aber ich glaube fast, dass es sogar ziemlich wahrscheinlich ist. Aber ich finde diese Idee dahinter ganz gut, dass man einen Slot mehr kriegt. Und es ist erstmal Wahnsinn, dass das überhaupt irgendwie reinkommt. Auch bei den Handelskammern und so. Aber ich finde die Idee dahinter schön, damit Spieler, die ja neu sind oder den Palast das erste Mal bauen, wirklich ein bisschen mehr verleitet werden, auch sowas zu bauen. Weil sie halt erst dadurch diesen Bonus kriegen. Also so ein kleiner Gruppenzwang, dass man das machen muss. Damit mehr Spieler in die Richtung gehen, dass sie auch die Items nutzen, weil Items sind halt das Hauptspiel von 1800. Das ist das Kernelement, wie ich finde. Zumindest gegen Ende hin. Es ist halt dann unglücklich gewählt, dass man das Item-System nicht fixt und so ein DLC rausbringt. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber nochmal zu dem zusätzlichen Slot im Rathaus. Also nur mal, um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Das wären dann nochmal 400.000 Investoren mehr. Nur durch den Rathaus-Slot, die möglich wären. Dann könnte ich mir als weiteren Effekt auf jeden Fall vorstellen, Arbeitskräfteerhöhung. Prozentuale Arbeitskräfte, einfach 20% oder so, keine Ahnung. Könnte ich mir auch so eine Variation vorstellen, dass sie sagen, endlich auch wie die Items quasi mehr Workforce für minus Zufriedenheit oder irgendwas, um das bisschen so auszubalancieren. Wäre vielleicht elegant, wenn man auch nicht nur Buffs gibt, sondern auch immer so eine Überlegung dahinter hat. Bringt es wirklich so viel oder... Ein zweischneidiges Schwert, ja klar. Genau, ja. Aber Workforce scheint wahrscheinlich... Das Bedürfnis Warenverbrauchreduktionen oder irgendetwas, was öffentliche Gebäude gibt. Also ein Rathaus, Häuser im Rathaus sind automatisch versorgt mit XY.
Ja, mit Bank oder Clubhaus oder was auch immer, ja. Genau. Genau, ja. Ja, das wäre wahrscheinlich einer der stärkeren Effekte. Je nachdem, ob es nur ein Gebäude ist oder gleich eine Ware. Ich denke, es kommt nichts mit dem Kraftwerk. Das würde schon genug abgedeckt. Also das Kraftwerk würde da ausgeschlossen werden, denke ich mir. Im Chat kommt gerade die Frage, ob das auch auf die neue Welt wirkt. Nein, das wirkt nur in der alten Welt oder auch im Cup, weil du brauchst erstmal das Gebäude auf der Insel und zweitens muss die Handelskammer mit der Straße verbunden sein, damit du den Effekt kriegst. Weil der Effekt wird über Straßen verteilt und nicht inselweit. Darum ja auch die Reichweite der Gebäude. Ja, noch irgendwas? Vielleicht nochmal extra Workforce auswählen, einfach flat. Scheint für einen schwachen Buff, sage ich jetzt mal, eine gute Option zu sein. Einfach hier nochmal mehr Workforce. Nochmal 50 extra für Adrathäuser. Für den Anfangsspieler ist das dann nämlich dann wieder besser. Wir brauchen es sowieso nicht, weil wir keine Arbeitskräfte brauchen. Der ganze Effekt ist für uns zwar mega stark, aber im gleichen Moment auch wieder sinnlos, weil wir durch die Handelskammer wieder andere Sachen kriegen. Aber da kommen wir dann ja gleich zu. Naja, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus mehr Einwohner, mehr Workforce, ein Item-Slot mehr und dann noch zwei Buffs, die wahrscheinlich weniger interessant für uns sind, die einfach nur flat geringe Boni bieten. Chat kommt gerade noch die Idee. Ich denke, es kommt halt mit Range, ne? Das werden sie nicht erhöhen, weil dann könnte man erst die Rathäuser platzieren und dann die Range und dann würden die sich überlappen. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das nicht richtig funktioniert. Könnte aber tatsächlich kommen, ja. Latskola schreibt gerade noch plus 2 mehr Einwohner pro Haus. Also nicht mal auf bestimmte Sachen bewirkt, sondern einfach auf alle Häuser. Einfach direkt Einwohner-Flat kann auch sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder vielleicht bauen sie da was ein, dass auch das Kraftwerk davon profitiert. Aber das Kraftwerk wird auch vom Rathaus betroffen. Auch wenn es keinen Effekt dafür gibt. Es könnte tatsächlich sowas so ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr die Mod auf Reddit gesehen habt, mit diesem riesigen Rathaus. Das hat anscheinend vielen Leuten sehr gut gefallen, die Idee. Also ist zwar total overpowered und so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie quasi doch die Einflussreichweite erhöhen von dem Rathaus für 2-3 Felder. Kann gut sein. Ist halt dann auch die Frage, wie gut die Abfrage funktioniert mit der Kollision. Ja. Also ich kann euch sagen, das ist technisch nicht umsetzbar, weil dann werden alle Rathäuser, die bereits stehen, dann überlappen da die Radien. Genau das meine ich. Und das werden sie nicht machen. Ja. Dann kommt danach eine Fehlermeldung oder sie haben keine Fehlermeldung und neue Spieler wissen nicht, was sie falsch machen. Da kommt gar keine Fehlermeldung, dann kannst du Buffs decken auf deinen Häusern. Und wenn du das machen kannst, kannst du wieder ganz, ganz viel Blödsinn machen. Ja. Also das werden sie nicht machen, weil das führt zu so vielen Bugs und Exploits. Genau. Reichweite für öffentliche Gebäude. Die haben wir zwar schon im öffentlichen Gebäudetab mit drin, mit 10 Reichweite für Grundbonus und nochmal 15 für Strom, wenn man möchte. Aber allgemein für alle Gebäude, die drin stehen, dass die nochmal in dem Fall nicht öffentliche Gebäude, sondern Notdienste, weil Polizei, Krankenhaus und Feuerwehr zählt unter Notdienst, nicht unter öffentliche Gebäude. Also, dass man Notdienste bufft, das ist natürlich auch eine Idee. Ja, genau, dass halt die Feuerwehr halt mehr Reichweite kriegen. Nochmal 15 Felder, das wäre auch, ja genau. Feuerwehr, Krankenhaus, Polizei, 15 Felder mehr Reichweite. Aber in jedem Fall, für uns würden wir wahrscheinlich sowieso nur das nehmen, was irgendwie die Häuser beeinflusst und nicht irgendwelche Polizisten oder so. Höchstwahrscheinlich. Tatsächlich ist auch das die Wildcard von dem DLC, weil wenn dieser Buff so gut ist, dass man wirklich auf allen Inseln den Buff verwenden muss, dann ist es auch egal, wie OP, sag ich jetzt mal, hypothetisch ein Slot mehr für die Handelskammer wäre, weil du quasi immer nur den besten Buff dann nehmen würdest. Also es ist tatsächlich meiner Meinung nach so ein Walk on the Edge, so eine Gratwanderung. Das kann wirklich gut werden, aber es kann auch wirklich ziemlich einseitig dann werden am Ende.
Ja. Gefährlich also auf jeden Fall. So wie das System momentan designt ist, glaube ich nicht, dass es so etwas wie Best-in-Slot geben wird, was dann auf jeder Insel angewandt wird. Ich glaube eher, dass da Varianz herrschen wird zwischen den Inseln. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du quasi zwar alle Optionen hast, aber als Effizienzspieler dann am Ende eigentlich nur noch eine von zwei Optionen hast und zu 90% du die eine Option nimmst, was ich dann schade finde eigentlich. Aber gut. Das macht aber auch, also allgemein macht das interessant, auch mit der Bauweise, wie man welche Insel dann wählt. Weil du kannst ja nur einen Effekt pro Insel haben und dann musst du ja eigentlich vermehrt gucken, dass du diesen Effekt auf dieser Insel auch nutzen kannst, damit du auf der anderen Insel wieder vermehrt einen anderen Effekt nutzen kannst. Um halt die Effekte wieder perfekt zu nutzen. Und ich finde auch so, gerade für uns, auch wenn viele Sachen völlig viel zu stark sind oder andere wieder viel zu schwach, löst das hier so dieses ganze Meta-Problem für uns. Also falls es eine Meta gibt, die ist jetzt nur in manchen Bereichen mit drin, die Meta. Aber durch dieses System, was jetzt kommt, fächert die sich extrem in alle Richtungen irgendwie. Es gibt sicherlich dann mehr Variationen, außer natürlich, es gibt die Mehr-Einwohner-Option im Rathaus, weil dann gibt es keine Variation mehr. Aber sonst stimme ich dir zu, ja. Ja. Erfrischend auf jeden Fall. Mein Rathaus-Sort ist ja Mehr-Einwohner, automatisch. Wollen wir weitermachen? Kultur? Genau, Kultur. Machen wir weiter. 20% mehr Besucher. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wie Wiesel auch schon in seinem Post geschrieben hat, ich habe mir das einmal komplett durchgelesen vor ein paar Tagen. Es reduziert die Itemfarm, also es klingt mega viel, aber man kriegt effektiv nur, was steht hier, 14% mehr Besucher. Allgemein 14% mehr als vorher. Ja, also Das löst jetzt zwar nicht das Itemproblem und die ganze Itemmechanik, sie wird aber ein bisschen aufgelockert. Und ist zum Farmen auch ein ganz schöner Effekt, finde ich. Kann auch so bleiben. Nicht zu stark, nicht zu schwach, ist nichts fürs Endgame. Nur für Items, die man sowieso irgendwann alle hat. Ob es jetzt 20% schneller geht oder nicht, wird dahingestellt. Ne, ich finde es auch eigentlich ziemlich gut, weil dann auch neue Spieler wirklich einen leichteren Einstieg haben in das ganze Item-System, weil du ja wirklich lange suchen musst nach dem passenden Item. Und mit 20%, wo du einfach quasi nur aktivierst und irgendwo hinstellst mit dem Department, was dann einfach steht und läuft, ist eigentlich für jeden eine gute Sache. Und auch an der Stelle erwähnt, wenn man jetzt quasi Pre-DLC und dann Post-DLC das Itemfarm vergleicht mit diesen plus 20%, dann bleibt es sich eigentlich gleich, weil wer weiß, vielleicht nehmen sie uns Clipping weg. Du könntest jetzt im aktuellen Patch, könntest du ja mit unserem geliebten Stell einfach dein Gebäude überall hin exploit. Kannst ja auch bis zu 3 Hafenmeistereien auf einem Besuchergeil haben, was am Ende genauso viele Besucher bedeuten würde. Ich finde es einen guten, soliden Grundbuff, ist nicht zu OP, weil es auch wieder mit der Grundwahrscheinlichkeit von deiner Insel skaliert. Finde ich gut. Ja. Gehen sogar 4, schreibt Aimtech. Ja, es gehen auch 4. Also ich würde es sogar nutzen dann, wenn ich irgendwann wieder Items haben muss, würde ich es mit Absicht nutzen, weil es nur Items sind. Ist nichts, was mich im Endgame voranbringt. Alle hier anwesend haben ja gesehen, dass ich es durchgezogen habe. Da kann ich mir mal mit einem kleinen Bug das um eine Stunde schneller machen oder so. Ja, die Effekte. Oder willst du noch was dazu sagen, Wiesel, zu dem 20%? Also zum Einsteigen ist sicherlich gut, aber für die unerfahrenen Spieler bringt es relativ wenig, leider. Also für die, die schon ein bisschen mehr mit Anno zu tun gehabt haben, die 30.000 Investoren schaffen oder so, für die ist das super, ja. Klar, aber für jemanden, der vielleicht ganz frisch daherkommt und sieht, oh, coole Items will ich haben, ist es vielleicht nicht die optimale Lösung. Da ist ein Bild im Discord zu locken, muss man gucken. Allgemein, glaube ich, irgendwo. Da kam das raus. Ja, allgemein auf jeden Fall ziemlich gut. So ein Anfänger hat halt nicht so viel Attraktivität, das ist das. Der hat zwar da viele Besucher, aber halt nur Scheißbesucher.
Ah, das mit dem Nerf der Attraktivität-Items. Ach, schade aber auch, ne? Gleich neu starten. Die Effekte, ein extra Reward von der Weltausstellung. Finde ich, ist ein cooler Effekt. Hätte ich so nie drüber nachgedacht. Aber ist halt das Problem, dass die Weltausstellung noch relativ wenige gute Items hat. Für uns jetzt. Für einen normalen Spieler, der hat halt nicht alle Legendaries. Für den sind die Items, die da rauskommen, ziemlich gut wahrscheinlich. Also die Weltausstellung hat meiner Meinung nach schon sehr viele gute Items. Natürlich keine Best-in-Slot-Items, aber sehr, sehr viele gute Items, die jeder Spieler nutzen kann und auch sollte in der Aufbauphase. Ja, auf jeden Fall. Und ein vierter Slot ist natürlich Hammer, weil, ich sag mal so, ein normaler Spieler oder auch jemand, der lange Anno spielt, aber einfach nur gemütlich und normal spielt, baut nicht mehr als 3 oder 4 Weltausstellungen. 3 oder 4. Das ist eh schon viel zu viel. Also wenn die bauen eine, vielleicht maximal 2. Und dann dauert das halt dementsprechend lange, bis man da an die Items kommt. Da ist sicher so ein vierter Slot cool. Jetzt, wenn man das auf ein krankes Setup anwendet, ein vierter Slot, naja, spart natürlich dementsprechend Zeit. Braucht man halt statt 6 oder 7 Stunden nur noch 5 Stunden für alle Items. Aber okay, kann man machen. Man spart halt ein Drittel Zeit, ein Drittel Material, weil der doch relativ teuer ist. Ja, sicher. Besonders wegen den ganzen Seemaschinen, wenn man die farmen will. Die habe ich auch schon alle. Die müsste ich eigentlich nur. Kann ich so sockeln, wenn ich wollte. Wenn ich ja, für Afrika werden wir die wahrscheinlich brauchen, deswegen. Achso, schon mal vorgedacht hier. Also vorgedacht, ja. Also ich habe mir mal 200 auf die Seite gelegt, einfach mal so. Ja, habe ich auch getan, weil es bietet sich einfach an, wenn man die Weltausstellung alle stehen hat, dann macht man einfach alles durch, was man brauchen könnte, weil es dauert einfach nicht lang. Und mit einem vierten Slot für die Normalspieler hast du dann eigentlich im Endeffekt auch weniger RNG für ein Item, was sie quasi haben wollen, weil du mit 4 Rolls mehr Chance auf, sag jetzt mal, die Druidensichel hast. Finde ich eigentlich ziemlich cool, ja. Wenn man jedes Item nur einmal kriegen kann, dann ist die Chance halt nochmal höher, weil halt 3 Items wegfallen schon, ne, in dem Pool, wo nur 20 drin sind. Genau, ja. Gut, wenn man sich dann den Heritage Act und Conservation Act ansieht, finde ich eigentlich ganz cool für die ganzen Schönbauer, weil dann kannst du eigentlich kostenlos die Module bauen. Und ja, also als Rekordbauer ist es einfach dadurch komplett nutzlos, weil du eh Investoren hast wegen den Weltausstellungen. Genau. Und du kannst auch mit Minus Einfluss spielen zum Farmen, ist auch kein Problem. Und im Endeffekt hast du eh genug Einfluss. Aber ich finde es gut. Es kann so bleiben. Ist auch auf die andere Fraktion gehört worden, so, ja. Muss auch sein. Weil es immer wieder hieß, schon seit Anfang an, ich will einen größeren Zoo bauen, aber nicht erst eine riesen Stadt dahinstellen. Auch wenn sie beim Zoo langsam mal irgendwie mehr Farmmöglichkeiten einbauen sollten, weil ich habe bisher noch keinen anderen Spieler außer mich gesehen, der den Zoo vollständig hat. Wahrscheinlich jetzt, Wiesel hat ihn wahrscheinlich auch vollständig oder hätte ihn vollständig gehabt, so rum, bei der ganzen Farmerei. Also wenn ich jetzt King und Kasparov speziell auf Tiere gefarmt hätte, wahrscheinlich, ja. Ich hab's halt am Ende noch eben fertig gemacht bei den Tierchen und dann gut so. Also ich habe sicherlich jedes Tier mal gesehen. Das traue ich mich zu sagen während der ganzen Farmerei. Ich habe tatsächlich auch irgendwie schon ein paar Tiere gar nicht gekannt. Ja, die ich dann zum ersten Mal bekommen hatte, war ich auch so, oho, was ist das denn für ein komischer Vogel? Ja, dadurch, dass sie die Kahina dann im Laufe der DLCs einfach zugemüllt hatten und auch die Expedition, ist es eigentlich der letzte gute Weg, wirklich sein Zoo zu vervollständigen, meiner Meinung nach. Über das Inselfarmen, ja. Genau. Falls euch aufgefallen ist, Zoo ist dabei. Museum ist dabei, aber Botanischer Garten ist nicht dabei. Ja. Warum wohl? Tja, schade. Das ist schade, ja, weil es ist ganz logisch, weil das ist für die Leute, die das Botanische Garten DLC nicht gekauft haben, weil wenn das da dabei wäre, dann wäre das ja eine tote Option. Stimmt.
Ja. Und dann kennen sich die nicht aus, was ist das? Das ist ein botanischer Garten, das habe ich noch nie gesehen und ja. Nee, deswegen ist das da nicht dabei. Kann man ehrlich gesagt auch ganz froh sein, weil ich kenne es aus anderen Spielen, dass man dann dort oft Optionen angeboten bekommt, die aber hinter einer Paywall sind, wo es dann heißt, kauf dieses DLC, damit du den Effekt nutzen kannst. Das nervt eigentlich, also finde ich gut, die Wahl. Hätten sie meinetwegen auch alle drei einfach in einen Effekt reinkauen können und hätten auch die Leute mit DLC was davon gehabt. Wäre wahrscheinlich eine elegantere Option nur. Bei dem Effekt, dann sind die Schönbauer wirklich dann auch Ruhe, dann haben sie ihre Sachen kostenlos. Und ist noch ein Slot frei für einen weiteren Effekt. Mir fällt gerade jetzt nichts ein, aber... Das Problem ist wahrscheinlich wieder technischer Natur. Wenn ich einer Asset eine ungültige Guide zuordne, dann funktioniert die nicht. Okay. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht und deswegen gibt es da zwei separate Optionen. Ja, 250 nee, dann, Attraktivität für jedes Set voll. Ja. Ist halt wieder so ein Ding. Also als Schönbauer ist es halt entweder oder. Entweder ich kann meine Module kostenlos bauen und bekomme dann auf meinen Attraktivitätswert oder ich komme über Sets dahin. Das so, finde ich, so die... Schönbauer baust du keine 100 Module. Als Schönbauer baust du jedes Tier einmal rein und hast du 40 Tierchen. Wenn überhaupt mehr hast du gar nicht als Schönbauer. Genau, ergänzt eigentlich, finde ich, die anderen beiden relativ gut. Ja. Weil man dann auch die Wahl hat, je nachdem, was man halt machen will. Auch wenn man es hart abusen kann, in dem Fall, da steht nur kulturelles Set, also auch botanischer Garten, und da kannst du die meisten Sachen beim Händler kaufen. Wird aber wahrscheinlich einmalig hardcoded sein. Das ist einmalig, ja. Okay, na dann ist es egal. Einmalig für jedes Set oder einmalig für die ganze Insel? Für das Set, okay. Beides. Einmalig für das Set, ja. Weil dann finde ich den Effekt eigentlich relativ schwach, wenn es nur einmal ist. Also dann hätten sie ruhig 500 machen können. Oder vielleicht 1000, aber dann für zwei. Für zwei vollständige Sets, ja, irgendwie sowas. Mhm. Ja, dann hätten die Schönbauer nämlich was davon, weil 500, ja. Das klingt gut, das klingt nach viel. Ja. Ja, dann haben wir noch die extra Spezialisten. Schwierig, was für ein Effekt das ist. Ob sie da einfach nur das Copypasta-Ding von der Nase nehmen oder von dem Museumsset. Botanischen Garten-Set für die Leute, die keinen botanischen Garten haben. Vielleicht kopieren sie das raus. Ich glaube, du missverstehst den ein bisschen. Also es wird von VIP, also von besseren Spezialisten gesprochen. Nicht unbedingt mehr Besucher. Aber es ist nach wie vor spannend, ob sie da wirklich den Naseneffekt genommen haben, also 1:1, dass quasi beide Wege zum gleichen Unlock führen oder was Neues gemacht haben, was sich dann wieder stackt. Das bleibt wirklich spannend, aber im Endeffekt wird es so oder so gut sein und viel Zeit sparen. Boah. Muss man sich angucken, ob es sich lohnt. Also Sulak und ich, wir hatten ja mal diskutiert die letzten Tage drüber. Und wenn es wirklich der VIP-Pool ist aus der Alpha, dazumals, dann stackt er mit dem Nasenpool und dem normalen Besucherpool. Und das wäre natürlich Hammer, weil das verringert wieder die Item-Farm-Zeit extrem. Ich bin auch also nochmal 10 Stunden weg. Ja. Okay, dann weiter zur Hafenmeisterei. 200 Tonnen Lagerplatz pro Hafenmeisterei. Weißt du da zufällig, ob das da auch die Bedingung war, dass das mit der Straße verbunden ist? Oder war das nur für den Slot? Also dieses 200 Tonnen Storage pro Hafenmeisterei. Das Ding ist, wenn das nicht mit einer Straße verbunden werden müsste, wäre die Reichweite des Palastes komplett irrelevant. Der Reichweiteneffekt muss ja irgendeinen Grund haben. Und wenn du den Effekt so oder so kriegst, auch ohne die Reichweite, dann brauchst du die Reichweite nicht. Genau, ja.
Und daher würde ich sagen, sind auch die Effekte, die damit enthalten sind, auch alle nur für Gebäude, die auch in der Hafenmeisterei stehen. Also diesen Storage-Protokoll. An Reichweite gebunden. Genau. Würde ich bei allen Effekten schätzen, dass das alles irgendwie an Reichweite gebunden ist. Genau wie mit der Loading Speed. Loading Speed kriegen dann die Laderampen, die in der Reichweite einer Hafenmeisterei stehen. Ja, erster Effekt. Coastal Reforms Act. 300% Produktivität für alle Küstengebäude. Das ist natürlich so ein Ding. Ja, mehr Quarzsand. Mehr Quarzsand und das war's. Fisch und so brauchst du damit nicht fördern. Da kommen die Karren sowieso nicht hinterher. Also ich finde den Effekt schon interessant, weil der lässt einem wirklich überlegen, ob man nicht auf Vollversorgung spielen sollte irgendwann. Vollversorgung? Ja, weil dann kann man natürlich noch mehr Gold aus dem Wasser ziehen. Gold hast du sowieso genug, oder? Oder da kriegst du ja Goldbahnen gleich. Ja, stimmt. Goldbarren, ja, Glas kriegst du automatisch mehr dann. Oder zumindest die Quarz-Sachen schon mal. Perlen brauchst du keine. Also für Vollversorger ist es sicherlich nett. Durchaus, ja. Und das Spiel geht ja davon aus, dass man Sachen vollversorgt. Das muss man auch mal bedenken, ne? Ja, eigentlich der Sinn des Spiels, die Vollversorgung. Genau, ja. Nee, aber scheint eigentlich doch ganz interessant zu sein, wie der Wiesel gemeint hatte. Weil es auch wirklich so situationsabhängig ist, weil du kannst das, brauchst es gar nicht rechnen, wenn du keine Strandflächen hast, große, dann kannst du es eh nicht nehmen. Und dann bietet es sich an, dass du wirklich so speziell bei einer Insel das so präparierst, dass es sich lohnen würde. Also finde ich eigentlich okay. Und Produktivität skaliert eh nicht linear, also deswegen ist der Effekt nicht so stark, meiner Meinung nach. Ja, würde ich auch sagen. Der Witz ist ja, dass dieser Effekt eigentlich diesen Slot für die Hafenmeisterei komplett aushebelt. Weil in der Hafenmeisterei kannst du nur Produktivität oder Arbeitskräfte reinsockeln. Weil da gibt es halt wirklich nur, ich sag mal, 5 verschiedene Items. Da bringt der Slot mir halt gar nichts und da kommst du mit 300% Produktivität natürlich 10-mal besser mit davon. Gut, was man noch überlegen müsste, ist, du willst immer noch Strom haben wegen den Ladezeiten. Das müsstest du immer noch beachten. Was du meistens ja durch Items eigentlich erledigst. Bei Quarzruben. Also, ja. Genau. Finde ich eigentlich, sag jetzt mal auf den ersten Blick, balanced. Finde ich gut. Auch wenn es quasi aussieht, ein paar andere Sachen ersetzen würde, finde ich es doch so situationsabhängig, dass es okay ist. Genau, würde ich auch so sagen. Vor allem gutes. Die Strandbereiche, viele haben auch im Forum schon geschrieben, dass sie es jetzt toll finden mit so einem Effekt, dann können sie endlich mal mehr Platz schaffen, um den Hafenbereich schön zu bauen. Ja. Und ja, ist auch für die schönen Bauweise reingekommen. Dann haben wir noch plus 50 extra Storage. Zu den Depot. 200 dazu. Genau. Und nee, die Hafenmeisterei ist. Das eine gibt es Hafenmeisterei, das andere gibt nur für Storage. Stimmt. Habe ich nicht aufgepasst. Und auch nur für die Storages, die in der Hafenmeisterei stehen. Die einer Straße verbunden ist. Genau, ich finde, das ist so entweder mehr Storage oder mehr Öllager wahrscheinlich, wenn man überhaupt daran denkt. Öl ist das zweite, und, ja. Gut, für uns ist eigentlich. Also je mehr Storage man hat, desto genauer kann man die Routen einstellen. Aber ich finde, das war eigentlich noch nie so wirklich das Problem. Ich finde die Buffs eigentlich gerechtfertigt. Also vor allem, wenn du auf schwierigeren Schwierigkeitsstufen spielst, mit kleineren Inseln, kleineren Stränden, dann ist es definitiv schon sehenswert. Das stimmt, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass auf kleinen Inseln, auf kleinen, ja.
Auf ganz schwer spielst, hast du nur, glaube ich, 4 mittlere Inseln oder so, oder 5. Und sonst noch kleine. Ja. Wiesel? Ja, wie schon gesagt hast, also auf hohen Schwierigkeitsgraden sind die Effekte sehr, sehr stark. Natürlich, so wie wir jetzt eure Gruppe machen, auf den großen Karten kann man drüber streiten. Ein normaler Spieler, ob der das braucht oder nicht, ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hatte bei dir im Forumspost gelesen, du bist darauf eingegangen, dass man auf kleinen Inseln sehr viele Lager hinkriegt und die als... Wie genau meintest du das? Du hattest geschrieben hier, dass es im Endgame viele Mechaniken aushebeln lässt, da man auf der Insel so viele Lagerplätze hinkriegt. Ja, du kannst da Blödsinn mit den Routen machen, aber das ist wieder Zeug, was 0,01% der Spieler betrifft, so. Deswegen lassen wir das weg. Okay. Also kannst jetzt zum Beispiel, also viele Spieler haben sich ja früher gewünscht, dass du so Zentrallager bauen kannst und so, das kannst du jetzt mit der Mechanik machen und bis man dann mit Ladezeiten kombiniert, dann kannst du alles von einer Insel abtransportieren und ja, solche Dinge halt. Ja. Der Itemslot, der, finde ich, hebelt eigentlich automatisch die Produktivität oder wird durch die Produktivität ausgehebelt, also völlig unnütz irgendwie. Außer bei der Schiffsbauer-Dings, damit du kostenlos Schiffe bauen kannst. In jedem Gebäude. Ja, ich weiß nicht, ob das gewollt oder gedacht ist, dass man da Schiffe jetzt gratis bauen kann, aber... Gut, es war schon davor möglich, also... Aber nicht gewollt. Im Fest? Doch, du konntest mit dem Fest konntest du einfach kostenlos Schiffe bauen und es ist schon seit Vanilla so. Mhm. Aber ja, also ich habe so den Eindruck, irgendwann gehen dir auch so ein bisschen die Ideen aus, was du denn noch in der Hafenmeisterei sockeln sollst, wenn du eh schon doppelt buffst mit Handelskammer und Hafenmeisterei. Und wie Sasuno schon meinte, eigentlich ist es dann so, außer es kommt jetzt noch ein Item, was wirklich auch wieder dann einen Slot benötigt. Meistens nimmst du wahrscheinlich entweder die 300% oder den Item-Slot, wenn du dann über sowas nachdenkst. Hm. Ja, und die Trading Times für Shipyards würde ich jetzt mal behaupten, braucht man nicht, weil ich gesehen habe, dass das ohne funktioniert. Und normale Spieler haben meistens nicht so viele Schiffe, dass es relevant wird. Der Effekt an sich ist natürlich sehr stark und könnte natürlich dazu führen, dass man mehr Lagerplätze bauen kann, auch wiederum, ne? Weil man halt wieder Dings spart. Aber da läuft die Berechnung ein bisschen anders, das hast du auch bei dir geschrieben. Dass man die Ladezeit jetzt vervierfachen kann mit dem Effekt. Nicht ganz, also 3,6 irgendwas, aber ja, ich hab jetzt ist ziemlich hoch. 40 Sekunden für volles Schiff, das ist natürlich... Also du hast es eh schon bestätigt, glaube ich, mit deinem Spiel jetzt. Man braucht es nicht unbedingt. Aber man kann wieder viele tolle Sachen damit machen. Ja. Unter anderem also man kann zum Beispiel Waren noch genauer justieren und einstellen und ja. Genau. Ein Vorteil, der vielleicht neue Spieler eher betrifft, ist, dass du quasi dann keine Items in deinen Schiffen mehr brauchst, wirklich, weil... Der Wiesel hat es ja schon in seinem Post erklärt. Dadurch, dass der Buff auf die Gebäude, nicht auf die Schiffe wirkt, ist die Berechnung anders. Ja. Und also es wird für Spieler, die damit Probleme haben, aber quasi keine Itemmengen haben, um alle Schiffe durchzusockeln, kann man das schon wählen. Aber also für uns wahrscheinlich jetzt im Moment, außer der... Ich habe tatsächlich noch wenig darüber nachgedacht. Aber der Wiesel hat aus 1404 Zeiten dann noch einige Tricks auf Lager, wie man dann mit so Ladezeiten und Lagern auch Blödsinn machen kann. Genau. Vielleicht kommt da noch was. Mal sehen. Gut, dann kamen die öffentlichen Gebäude. 10 Reichweite mehr für alle öffentlichen Gebäude. In meinem Fall ist es mir egal, ich habe keine öffentlichen Gebäude. Aber jetzt so für neue Spieler, öffentliche Gebäude. Also es ist, glaube ich, zum Aufwerten. Es ist zum Aufwerten richtig schön, wenn man es mit öffentlichen Gebäuden macht.
weil irgendwann in Update 5 oder so kam die Änderung, dass ein Gebäude wirklich 100% Abdeckung braucht, damit der letzte Einwohner einzieht. Und das fand ich eine Scheißänderung irgendwie, weil das das Ganze dynamisch rausgenommen hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also fürs Aufleveln ist es super, dass der Effekt da ist für uns und natürlich auch wieder für die Vollversorger. Genau. Ist das genial wegen den Gebäudereichweiten. Ich glaube, Wiesel hat auch die Rechnung gemacht, quasi dadurch, dass es zum Grundwert addiert wird, sind alle prozentualen Änderungen von Items, die dann mehr Reichweite geben, auch nochmal stärker, oder? Hatte ich gemeint, ja, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt in den Dateien. Und es gibt, glaube ich, nichts, was die Grundweite erhöht, die Grundreichweite. Also wird das prozentual gerechnet. Ich glaube nicht, dass die einen neuen Stat einführen mit dem DLC. Hatten sie doch aber mit Hogarth dann auch machen müssen, oder? Der war ja auch der Erste. War wahrscheinlich ja, einfach okay, schon mal ein Item, oder? Ist ein Argument, ja. 10 Reichweite. Also ich finde es für die ersten Gebäude finde ich ziemlich stark. Für Markt und Wirtshaus und sowas, ne? Marktplatz, Wirtshaus, das ist natürlich wow. Also plus 10 Reichweite ist verdammt viel. Das ist nämlich Radius, nicht nur... Ja, in alle Richtungen. In alle Richtungen, deswegen. Ich sag mal, bei so einer Bank, gut, für Banken baut man sowieso nur drei Stück mit dem Effekt oder ohne, baut man nur drei. Bringt das wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil die Bank hat ja schon wenig Art von... Felder hat die 40 Felder oder so. Ja, und jetzt hat sie halt 50. Darum hätten sie eigentlich schon Prozente nehmen können. Dann wäre es anfangs nicht so stark, aber der Effekt auch schon ein bisschen los, glaube ich. Aber was ich mir denke... Also wenn du den Effekt dann freischaltest, dann steht ja eigentlich deine Stadt schon und auch alle öffentlichen Gebäude. Ja. Und ob du dann, also es ist ja eigentlich schon da alles abgedeckt. Und wenn du dann den Effekt drauflegst, dann müsstest du entweder von vornherein dafür einplanen oder dann wieder alles umstrukturieren. Also eigentlich ich denke, ja. Der normale Spieler, den wird es tatsächlich eventuell auch abschrecken, dass er sagt so, oh, nice to have. Aber gut, man nimmt ihn eh immer mit, weil es ja der Grundeffekt ist. Genau, das ist das. Gut, ich glaube, Income müssen wir eigentlich nicht mehr diskutieren. Das Ding wird mit Investoren freigeschaltet. Heißt, Geld ist egal. Auch egal, ob du auf leichten oder schwierigen Einstellungen spielst bei Einkommen. Ja. Ab Investoren egal. Genau. Deswegen auch eigentlich ein Dead Slot, meiner Meinung nach. Aber vielleicht mit der Einflussänderung gibt es ja auch nochmal den schweren Einflussmodus. Das ist nochmal schwerer als jetzt schon. Da gibt es ja nur ein, also das ist wie vorher, glaube ich, ne? Ein Einfluss und nur 50% weniger Münzen oder so. Da könnte das vielleicht kurzzeitig was helfen, aber auch nicht lange. Der Effekt zählt wahrscheinlich auch nur für Investoren und Handwerker oder Ingenieure, Handwerker, irgendwie sowas. Nicht für Bauern, weil das wäre ja absurd. Könntest du dein Income ja in die Hölle boosten dann sofort. Wahrscheinlich wird es ein Oh-Shit-Button sein, dass einfach, wenn du in deine Bilanz am Anfang ins Negative rutscht wegen irgendwas, Krieg oder so, dann kannst du einfach mal schnell deine Bilanz oben halten für eine Zeit lang. Ja, genau. Vielleicht hat er doch seine Daseinsberechtigung. Sehen wir dann. Nachher werden dann ja auch, wenn der DLC raus ist und die Effekte wirklich final sein sollten dann, kommen dann ja bestimmt die ersten Antworten aus dem im Forum, wo dann Leute schreiben irgendwie, dass sie den Effekt schlecht finden oder doof finden oder dass er nicht funktioniert oder dass er nichts bringt mit deren Begründung, wo die wir gerade gar nicht drüber nachdenken, weil wir gar nicht ihre Denkweise haben, weil wir ganz anders spielen. Ich glaube kaum, dass jemand für Nerfs plädieren würde. Das machen dann wohl eher wir und nicht die anderen. Also bei dem Geldeffekt bin ich ziemlich skeptisch, weil ich habe auch schon Spiele gespielt auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Einfach nur ein paar Sachen auszutesten und selbst da brauchst du den nicht. Und noch mit dem alten Einfluss, also letztes Jahr im April. Also es ist auch mit schwerster Einflussstufe, mit wenig Geld und allem locker möglich, das alles zu managen. Wie stellt ihr eure Einflussinseln ein mit dem Patch? Kannst du fragen lassen? Leicht. Weil einfach die Gesamteinstellungen leicht sind und ich sehe jetzt irgendwie keinen Grund. Das eine schwer zu machen, ne? Ja.
Es ist eigentlich komplett irrelevant, weil wenn man bei dir guckt, du hast über 50.000 Einfluss übrig, also selbst wenn man schwer nimmt, dann sind es 25.000, oder? Oder 30.000, je nachdem. Wird also, das halbiert, macht absolut also. Keinen Unterschied. Und ich verliere 40.000 Einfluss. Dann bin ich bei 12.000. Ja, aber es macht dann keinen Unterschied. Wenn du mehr Schiffe brauchst, schon. Na gut, 100 Schiffe kosten... Die brauchst du nicht, also... Ja. Gut, ich würde sagen, am Anfang ist es halt, wenn du Attraktivitätsinseln, Layouts, whatever aufbaust, wenn du die schwierige Einstellung nimmst, dann kostet es dich eigentlich nur Zeit. Eben, das denke ich mir auch. Warum soll es mir unnötig schwer machen? Mhm. Es ist nur Zeit, ja. Genau. Vielleicht mal dann ein neues Spiel. Also ein ganz, ganz schweres Spiel nochmal auf Rekordbar. Genau, eine Challenge. Mit den schwersten Einstellungen, den kleinsten Inseln, den ganzen Blödsinn, dann kann man das mal überlegen, aber jetzt nicht. Dann hast du mehr Handelskammern, mehr Rathäuser als Häuser am Ende. Dann wird's schwierig. Genau, was kommt als nächstes? Plus 3 Attraktivität für Handwerker und Ingenieure. Warte mal auf, damit die anderen das aussehen. Ja. Finde ich jetzt für den Rekordbauern relativ nutzlos, weil die Werte einfach so gering sind. Das Ding ist halt, damit ich irgendwelche ansehnlichen Werte dadurch erreiche, brauche ich ja Unmengen an Häusern und die meisten Leute bauen eigentlich nicht so groß. Tatsächlich könnte es eine gute Ergänzung zur Kulturpolitik sein, dass man quasi aus der Verbindung beider dann die 6,5 bekommt. Oder auch die 7,6, wenn man quasi das letzte Gesetz bei der Hafenmeisterei schalten will. Das mit der Logistik. Finde ich okay. Für den zweiten Slot nicht zu stark, nicht zu schwach, kann man so lassen. Ja, nur zum Glück nur für Handwerker und Ingenieure, also betrifft uns schon mal nicht, das ist schon mal ganz schön. Das ist dann auch eher so ein Schönbauer-Ding, weil ja, die Schönbauer haben halt auch andere Häuser zwischendrin, auch wenn sie nicht brauchen, einfach nur, weil das mehr nach einer natürlichen Stadt aussieht, ne? Und nebenbei wieder Attraktivität gewährt. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Also für die Gruppe an Spielern sicherlich gut. Vielleicht am Anfang ganz nett, wenn man noch keine Items hat. Genau, dann aber kann man. Sonst würde ich jetzt nicht großartig sagen, dass das sinnvoll ist, dann im Late-Game, im Endgame. Genau. Ja, plus 15 Kraftwerkreichweite. Kraftwerk haben eine Reichweite von 35, Gas von 45. Richtig? Also wie ich es verstanden habe, bekommst du aber die plus 10 auch noch dazu. Genau. Also du verdoppelst fast die Reichweite von Kraftwerken. Fast. Gut, aber wenn wir jetzt quasi nur über diesen einen Buff isoliert reden, dann haben wir dann 45 plus 15. In dem Fall müssen wir beide rechnen, weil du kriegst das eine nur mit dem anderen. Also wenn, dann sind es 25, oder? Genau, stimmt, ja. Ja, auf Kappes hast du es ja. Finde ich eigentlich eine gute Idee, weil du doch an einigen Inselstellen einfach ein Kraftwerk bauen musst, wegen irgendeiner Klippe oder Ähnlichem, und das halt einfach nur nervt, ein extra Kraftwerk wegen irgendeiner kleinen Ecke zu bauen. Die Rechnung, ob sich ein Kraftwerk lohnt oder nicht, ist eigentlich ziemlich einfach. Für mich als Rekordbauer so, in meinem Spiel glaube ich nicht, dass ich das unbedingt verwenden werde. Was weil ist, du... Ja, weiter. Weil wenn ich eh nur noch Kraftwerke bauen muss und keine Polizeistationen und andere öffentliche Gebäude, dann wird sich das nicht lohnen im Vergleich zur Plus 5 Happiness wahrscheinlich. Oder auch den letzten Politik. Ja, also die Plus 15 Reichweite, was du gerade sagtest, dass man am Rand keinen Platz hat. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man den Effekt nutzen würde, dann gehst du beim Bauen schon davon aus, dass du den Effekt hast. Und dann hast du das gleiche Problem wie vorher, bloß dass das Kraftwerk weniger Reichweite, mehr Reichweite hat. Also du baust halt einfach statt 10 Kraftwerke, baust du, sag ich mal, 7 und hast die gleiche Abdeckung wie vorher. Im Endeffekt sparst du nur Öl, wie ich finde. Und Schienen und ein Kraftwerk und Items und Handelskammern und... Also ich muss euch da beiden ein bisschen widersprechen. Ist mal gut, dass wir nicht einer Meinung sind. Also ich finde den Effekt sehr, sehr stark.
weil man sich sehr viele Straßen und Schienen damit einspart. Und das sind ziemlich viele Häuser, umgerechnet. Straßen? In welchem Sinne Straßen? Weil du die Blöcke anders bauen kannst. Ach, du brauchst viel weniger Querstraßen. Ja. Und das meinst du mit Querstraßen rechnen. Und das ist im Endeffekt sehr, sehr viele Häuser. Ja, das sind pro Block sind das so 3 Häuser mehr. In alle Richtungen, um jedes Kraftwerk. Genau, ja. Allgemein nochmal weniger Kraftwerke, weniger Handelskammer, das sind ja pro Insel dann. Mhm. Also ihr dürft nicht nur die Kraftwerke und die Handelskammern rechnen, sondern die ganzen Querstraßen und die Schienen, die damit einherfallen. Ja. Also ich würde sagen, das ist mit eins der stärksten Effekte für Rekordbauer in diesem ganzen Set. Gerade auf ganz kleinen Inseln zum Beispiel, da merke ich das, dass du auf ganz kleinen mit einem nicht überall hinkommst. Genau, ja, zum Beispiel. Und dann mit dem Gaskraftwerk wird es reichen, aber mit dem Effekt habe ich halt auch mit dem Ölkraftwerk den Effekt. Weil ich muss auf kleinen Inseln sowieso ein Ölkraftwerk bauen, oder zumindest einen Ölhafen, dann kann ich auch ein Ölkraftwerk bauen. Ja. Das bringt auch auf Crown Force ziemlich viel. Weil stell dir einfach mal vor, ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Blöcke sind, 12 oder 13er Blöcke wahrscheinlich, und jetzt kannst du auf einmal 16er Blöcke bauen. Ja. Da sparst du dir sehr, sehr viele Straßen. Auch auf großen Inseln. Die Straßenteils hat man auf so einer Insel. Musst du dir ausrechnen. Jedes Haus kannst du mit 1,5 rechnen oder sagen wir mal 2. Jedes Haus bei 2000 Häusern. Sagen wir mal 4000 Kacheln Straßen, ne? Mhm. Mindestens. Wenn ja, sogar mehr. Wenn du da, sagen wir mal, keine Ahnung, 300 oder 400 davon einsparst, das ist schon ziemlich viel. Das sind dann schon wieder 10 Häuser, ja. Wird auch wahrscheinlich von der Insel an sich abhängen, ob du quasi wirklich diese Reichweite effektiv gut nutzen kannst, wegen auch Klippen oder einer Inselbiegung, oder die Insel wird ja auch an vielen Stellen einfach zu schmal, um die komplette Reichweite in alle Richtungen auszunutzen. Auch wieder die Überlegung, auf Crown Falls kriegst du es geschenkt, das ist wahrscheinlich tatsächlich jetzt, nachdem der Wiesel das erläutert hat und du auch dann Wenn man es nimmt, ja, das ist wieder genau. Das Ding. Aber es ist halt die Frage, ob ich das überhaupt auf anderen Inseln verwenden könnte, wenn der Rathauseffekt besser wäre, wenn es jetzt eine reine Bewohnerinsel wird. Aber ja, habt schon recht, der Effekt ist stärker, als ich wahrscheinlich jetzt annehme. Auf dem Cup, also ich habe jetzt auf dem Cup zum Beispiel 13 Gaskraftwerke stehen. Mit dem Effekt kann ich wahrscheinlich mit den 13 Gaskraftwerken die ganze Insel versorgen. Dann brauche ich ja gar keine Schienen mehr, wenn ich die anderen auch noch mit draufstelle, so gesehen. Also die anderen 3, die ich noch über habe, die auf anderen Inseln sind, dass ich da umbaue ein bisschen. Dass ich da doch die Schienen nehme. Ja, und es wird dir auch viel, viel leichter fallen, deine Produktionen einzugliedern, weil du mehr Teils Spielraum hast. Wenn zum Beispiel du eine Kurve hast, weil eine Produktion kommt oder ähnliches. Ich denke auch, ja. Tut mir leid, das glaube ich, habe ich wirklich viel eingeschätzt. Das könnte besser sein, als ich annehme. Genau, was wären denn so die anderen Optionen? Eben mit dem Social Welfare Act. Man kann damit exploiten, das hat der Wiesel ja in seinem Beitrag auch schon gezeigt. Man könnte ein unendliches Fest machen damit. Ich weiß nicht, Wiesel, hast du da die Zeitung benutzt? Nee, ich habe keine Zeitung benutzt. Geht ohne Zeitung. Dann ist es natürlich umso stärker. Ich hoffe, dass sie es fixen, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn die komplette Insel Incident Protected ist, also keine Aufstände, Krankheiten, Explosionen und Feuer, dann kann man so viel Blödsinn damit machen. Außerdem kannst du dir das Fest raussuchen, was du willst. Da kannst du kostenlos Brillen versorgen. Warum Brillen? Sekt auch, meinst du, oder? Es gibt verschiedene Feste. Es gibt aber nur eins für Sekt. Genau, du kannst Sekt, du kannst Brillen versorgen, kostenlos. In welchem Fest gibt es denn Brillen? Ist nicht sogar der Stadtkarneval, wenn ich mich nicht erinnere? Stadtkarneval, ja. Simpel. Echt? Mhm. Okay, steht aber nicht drin, oder? Ah, doch. Doch. Ja. Ist alles angegeben. Okay, gut, haben das noch nie gelesen. Also, wenn sie es fixen,
Das ist halt die Frage, weil je höher du an die 200 rangehst, desto viel, viel länger wird das Fest. Wo waren die Angabe, wie lang es bei 199 braucht? Hast du nicht dabei, aber ich glaube, es sind irgendwie so 180 Stunden. Und es ist halt auch die Frage, es ist halt immer noch temporär, ob man sowas dann für den Rekordbau benutzen kann. Also theoretisch sind es nicht 180 Stunden. Also Festdauer beschränkt sich zwischen 20 und 40 Minuten maximal, außer man benutzt diverse Tricks und Exploits. Hattest du im letzten Rekordbau-Talk nicht erzählt, Wiesel, dass auch wenn man es jetzt schafft, irgendwie. Ah ne, da ging es um Katastrophen. Hat sich erledigt. Da ging es um Katastrophen, ja. Genau, dass die einen Cooldown haben von 20 Minuten. Das ist wieder ganz was anderes, ja. Ja, okay. Naja, aber wenn man damit exploiten kann, dann ist es viel zu stark. Ansonsten wird es damit leichter werden, wenn du es denn benutzt, die Trigger zu manipulieren, wo du deine Aufstände haben wirst und wo nicht. Effektiv wirst du es wahrscheinlich auch wieder nur auf Crown Falls haben, die Option, das auszuwählen. Sofern man nicht damit exploiten kann, finde ich es balanced. Ja. Also, vielleicht ändern sie das mit den Festen einfach, dass es nicht mehr geht, und dann ist es ja schon erledigt. Das ist halt die Frage, ob sie sich wirklich die Mühe antun, die Formel zu ändern. Weil die kann man nicht einfach in den Assets oder in den Properties ändern, da muss man ein bisschen tiefer in den Code gehen. Ja. Und das ist mehr Arbeit. Das meine ich jetzt nur damit, das ist nicht von heute auf morgen erledigt, sondern das müssen die wirklich, da muss sich wer hinsetzen und das machen. Also das ist mehr Arbeit und kostet dementsprechend wahrscheinlich mehr Geld. Ja, dieses Endlose kriegen sowieso nur die wenigsten hin, denke ich. Daher wird das wohl keinen interessieren. Also wenn man eine Anleitung irgendwo posten würde, ja, dann kriegen das auch mehrere Leute hin. Ja, mach das, ich mache YouTube wieder drüber und in 3 Wochen ist das gefixt. Okay, passt, machen wir so. Die Noten so ein allgemeines, so, ja, Leute, wir haben unendliche Feste und so macht ihr das. Du müsstest tatsächlich dann einfach mal ein Video machen, wie das broken Anno 1800 ist und auf Reddit stellen. Ich glaube, das wird schon viele Viewer generieren. Sicherlich sogar. Auch GameStar und so, die hätten da alle Interesse dran. Sowas ist gefunden. Und haben die wieder Content. Deswegen ist auch in ihrem Interesse, dass sie sowas nicht zu exploitable machen. Ich sag mal so ein endliches Fest, das wäre ja eigentlich kein Problem, wenn die Effekte nicht so stark wären und wenn ich so ein großer Rattenschwanz hinten dran hängen würde an der Mechanik. Wenn es einfach nur ein Fest wäre, würde es keinen interessieren, aber man kann so viel Blödsinn damit machen, dass es halt wirklich ein schwerwiegender Exploit ist. Ja, so zum Thema Happiness. Dann haben wir noch die 20% reduzierte Bedarfsgut von Getränken. In dem Fall allen Getränken. Die entweder von einem Wirtshaus, also für alle Häuser, die von einem Wirtshaus, von einem Clubhaus oder von Varieté erfüllt sind, genau. Also um das zu kriegen, in dem Fall für uns, ich sag mal Wirtshaus, auch für andere Spieler ist das ein durchaus starker Effekt, gerade so für Schnaps und Bier, das ist doch relativ viel, was man da braucht, auch ziemlich schnell. Im Vergleich zu Investoren jetzt. Gut, anfangs nutzen die Spieler nicht viel die Zeitung, weil sie eher Einflussmangel haben. Ich denke mal, jetzt mit der Zeitung wird das auch nicht viel Schnaps sein, den man braucht. 20% weniger. Und im Endeffekt sind es nicht 20%, sondern nur irgendwie 6,5 oder was. Weil von den übrig gebliebenen 33 davon ausgehend, dass man die Zeitung nutzt. Aber 20% bleiben halt 20% weniger als vorher. Was sich leider, wie Wiesel auch schon beschrieben hatte in seinem Post, für normale Spieler auf so eine Kaffeerösterei, selbst bei 30.000 Investoren, was für einen normalen Spieler schon sehr vieles gerade mal auf eine Rösterei auswirkt. Und sich kaum lohnt irgendwie. Es ist halt die Frage, weil wenn ihr jetzt mal guckt, der Effekt kostet oder ist erst verfügbar 5.950 Attraktivität. Also könnt ihr mal die ganzen Effekte für Wirtshaus und so weiter
Das könnt ihr alle schon mal wegrechnen, weil jeder, der so viel Attraktivität schafft, schafft es auf Investoren und kann dementsprechend genug Schnaps etc. produzieren. Also wenn, dann läuft es wieder auf den Kaffee zusammen. Und der Zeitungseffekt ist einfach billiger als eine Insel mit 5950 Attraktivität versorgen. Sie haben zwar im Stream gesagt, der Effekt ist additiv, aber ich habe das schon im Forum geschrieben. Ja, ja, klar, das dann auf einer Insel. Aber Sie haben gesagt, der Effekt ist additiv mit der Zeitung, aber glaube ich Ihnen nicht, weil die Effekte im Spiel funktionieren nicht so. Das wäre ein komplett neuer Effekt. Das wäre zu stark wahrscheinlich. Es wäre viel zu stark, ja. Es wäre auch, finde ich nicht mehr richtig, weil ich will ja spielen, ich will ja Waren versorgen, und wenn ich irgendwie nur noch 10% der Waren versorgen muss, dann, come on, das ist halt auch irgendwie ein bisschen langweilig schon wieder am Ende. Ist ja nur für Sekt und Kaffee, nicht für die anderen Sachen. Gut, aber ich bin da relativ empfindlich, was so auch, ich mag die Sekt-Tante mag ich überhaupt nicht. Ich mag Sekt produzieren und alles bauen, aber so einfach gratis Sachen bekommen, ohne irgendwas dafür zu tun, außer was zu sockeln. Also ich mag es nicht persönlich, aber das ist natürlich immer auch subjektiv zu sehen. Eine Reduzierung ist eine Sache, aber eine Versorgung eine andere, ne? Ja. Aber am Ende wird es wahrscheinlich für die Rekordbauer einfach nur eine Kachelrechnung werden, was besser ist aus dem Department für Crown Falls. Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, es ist eine Kachelrechnung. Rentiert sich's mehr, die 5950 Attraktivität zu generieren, oder lohnt sich's mehr, die Kaffeefarm hinzustellen? Das ist die Frage. Das sehen wir auch erst mit dem Rathaus, denken, weil wir nicht wissen, was als letzten Effekt im Rathaus drin ist. Weil wenn da steht, genau, es könnte ja auch ein Attraktivitätseffekt sein. Genau. Wenn da nachher steht im Rathaus, als letzten Slot für 7000 Attraktivität kriegen wir den extra Slot oder 10% mehr Einwohner, was auch immer. Dann hat jede Insel auf einmal 7000 Attraktivität, auch bei Rekordbauern. Du brauchst es ja nur auf den Palastinseln, nicht überall. Ach so, ja, du brauchst es nur auf Crown Falls, stimmt. Genau, dann machst du einmal und dann ist gut. Und auf Crown Falls, die Insel ist so groß, das kriegst du auch mit nebenbei hin irgendwie. Nimmst du 2-3 Mal Arek rein und schon hast du es schon. Ich glaube auch, die Module selber geben 15 Attraktivität pro. Was? Das Ding selber gibt auch 150, ja genau, habe ich auch gesehen. Genau, und dann dadurch, dass du quasi irgendwie den Einfluss auf eine gewisse Größe, also den Einflussradius auf eine gewisse Größe Rings geben nix. Hochziehen willst, hast du auch da automatisch schon eine Grundattraktivität. Und ja, also mit dem Botanischen Garten und Musikpartitur, das ist halt auch wieder eine Kachelrechnung, ob es sich lohnt, das zu pushen, und entweder es lohnt sich oder nicht. Aber die Attraktivität für die Hauptinsel selbst, ich glaube, das ist relativ verschmerzbar. Das Ding ist, wenn ich den letzten Townhall-Effekt nutzen will, dann muss ich sowieso die 5950 mitnehmen. Ja. Muss man dann schauen. Und ich denke mal, so eine gute Mischung von allem könnte sich überall lohnen, weil wie gesagt, je nachdem, wenn man die Insel baut, lohnt sich das eine oder das andere mehr. Man kann ja immer noch nur einen Effekt wählen, außer halt auf dem Cap, ne? Mhm. Vielleicht gibt es auch gar keinen Rateseffekt. Schon mal daran gedacht. Komm gerade. Das wäre natürlich Big Brain, ne? Naja, es war ja schon im Stream zu sehen. Also sie können es natürlich noch rauspatchen, aber gesehen haben wir es. Einfach so schwarze Balken hinretuschieren im Nachhinein, im Stream. Ja, das wird die Überraschung werden. Ja, und dann Handelskammern, da kommen natürlich alle ziemlich stark. Aber die 10% Produktivität für alle Gebäude, die in der Handelskammer drin stehen, sofern die Handelskammer mit der Straße verbunden ist, was bei meinen Layouts teilweise nicht der Fall ist und auch nicht möglich ist im Nachhinein, das müsste ich dann komplett umbauen. Aber 10% Produktivität ist nicht zu viel, weil wir davon ausgehend, dass wir überall Strom drauf haben, arbeitet sowieso jede Produktion mit mindestens 200%. Und dann 10% mehr, kommen noch die Items dazu, dann hast du bis bei 300, und im Endeffekt ist das eine Leistungssteigerung von 5%,
2, 3, 5%, je nachdem, welche Items du nutzt. Es ist nicht viel und nicht zu wenig, das ist total balanced auf jeden Fall. Spart nicht zu viele Gebäude, spart auch nicht zu wenige Gebäude. Ist ja insgesamt für alle, also. Dafür, dass es nebenbei ist, ist es schon mal sehr stark, wie ich finde. Sehr stark und auch sehr balanced. Nee, finde ich auch gut getroffen. Auch finde ich gut, dass man umdenken soll. Weil ja, die Handelskammer hat man ja bisher einfach eingebaut, wenn man es sich leisten konnte. Und ja. Es macht schon Sinn, dass du quasi so einen kleinen Trade-off hast, dass du eine Straße hinlegen musst und dann findet sich bestimmt ein, ich sag jetzt mal, Layout oder eine Bauweise, die dann passt. Und tatsächlich kannst du das vielleicht auch optional sehen. Will ich die 10% wirklich haben? Brauche ich sie denn, weil ich eh schon irgendwie mit 400% fahre? Oder lohnt es sich? Finde ich eine gute Überlegung und als Grundbuff solide. Genau. Also bei den meisten Layouts muss man jetzt sicher nachdenken, ob sich die Straße zur Handelskammer lohnt oder nicht. Weil, wie du schon sagst, für 5% vielleicht schon, bei 3% könnte es knapp werden. Deswegen, wird interessant. Muss man sehen. Also ich tendiere mal dazu, dass sich 3-4% nicht lohnen bei den meisten Betrieben. Ja, aber es kommt halt darauf an, wenn man dann die Effekte haben will, in dem wir jetzt kommen, wie zum Beispiel mit den extra Farmen. Den extra Farmen, gut, jedes zweite Mal kriegt man eine extra Paprika als Beispiel. Ja, für uns, wir haben keine Farmen. Ich schon. Ich habe Trauben. Vielleicht lohnen die sich dann. Mehr als vorher. Ja, also klar, also wenn der Exploit nicht gefixt wird oder der Bug nicht gefixt wird, dann lohnen sich Trauben noch mehr als vorher. Weil dann sind es nicht mehr alle 4,2 Häuser, sondern alle 2,1 Häuser. Und das ist schon sehr interessant. Dann kann man fast immer ein Weingut bauen. Ja, auch Crown Falls, weil die Insel eben so idyllisch, so gewunden ist mit den Landzungen oben. Es bietet sich einfach an, vielleicht dann auch wirklich mal bewusst auch Felder zu integrieren, da wo es passt, weil es dann auch einfach worth ist. Gerade außerhalb des Rathauses, ja. Finde ich eigentlich ganz cool, weil du dann auch wirklich die Felder durchschlängelst. Ist halt die Frage, ob es gefixt wird mit dem Exploit oder nicht. Du wirst es wahrscheinlich am Ende auch nur auf Crown Falls haben und finde ich eigentlich cool. Das sind ein paar Tonnen mehr die Minute, die man so dazu bekommt durch die Felder und man baut auch wirklich Felder. Wenn man sie braucht. In unserem Fall halt, wenn überhaupt, dann Trauben, aber für alle anderen Spieler jetzt mal davon ausgehend. Vielleicht extra. Nicht mit Trauben. Also, wenn man sich jetzt nicht so offensichtlich, aber die Weide lohnt sich dann auch. Aber du bekommst also, Getreide ist dann effektiver als eine Kakaoplantage. So dumm das klingt. Weil sie Sektflaschen abwirft. Und weil man aus Getreide Schokolade machen kann und man kann und dann statt Trauben. Kakao Bananen machen und die Bananen geben wieder mehr Trauben und mehr Getreide und ja. Also dann verzichtet man in der neuen Welt dann auf Kakaoplantagen, falls das der Fall ist. Und baut da wieder ein oder hin? Man baut da dann Bananen hin. Und dann kann man sich insgesamt wieder mehr Platz sparen. Na gut, also Aimtech sagte jetzt, wenn man die Bananen nur wegen Trauben baut, dann kann man besser die Einwohner bauen, da spart man mehr Platz durch. Ja klar, aber in dem Fall baust du die Bananen dann nicht nur für Trauben, sondern für Getreide und Trauben. Achso, ja, gut. Und dann rentiert sich wieder. Ach, aber natürlich nur mit dem Exploit. Wird der Gamebreaker auseinandergekommen, ja, so ungefähr. Ja. Extra Goods für Heavy Factories. Heavy Factories sind alles, was Abgase produziert. Also Stahl, Dampfmotoren, Dampfwegen, Kanonen, schwere Geschütze. Was noch? Öl. Und Hochräder, glaube ich auch, ne? Messing, glaube ich, oder? Messing war es. Hochräder, glaube ich, nicht. Nee, die machen keine Ahnung. Ich wusste aber noch irgendwas, was ich nicht gebaut habe. Der Klassiker. Ja, Messing ist wieder interessant.
Wenn man Messing schneller herstellen kann, könnte man eventuell Dampfmaschinen bauen. Weil die ja auch das dazu eine Möglichkeit, ja. Dann sparst du ja vierfach quasi. Einmal ein Messing, dann eine Dampfmaschine und dann nochmal ein Autos und dazu kannst du noch Bruno benutzen und kriegst nochmal Motoren wieder. Genau, ja. Weil den Bruno kannst du jetzt nämlich nicht nehmen, da das Item in die Fabrik geladen wird und dadurch verschwindet. Weil du ja eine Susanna nutzt. Mhm. Genau so ist das, ja. Also spart man sich quasi ungefähr 90% der Messinghütten, 50% der Dampfwegen-Dinger, der Motoren und dann die Hälfte der Dampfwegen. Mhm. Und dann rentiert sich's wieder, ja. Ja. Vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das habe ich jetzt noch nicht ganz durchgerechnet, aber schätzungsweise klingt es ganz in Ordnung. Hat wahrscheinlich keiner noch dran gedacht. Man könnte Grammophone bauen. Das ist eine schwere Industrie. Ach, mit Messing, um Zufriedene zu generieren. Genau, dann braucht man nämlich gar keine Polizeistation mehr. Und die Grammophone, die man braucht? Und der Platz, den du dann für insgesamt für die Grammophone brauchst, das ist weniger als deine ganzen Polizeistation. Und dann bist du aufstandsprotected, weil deine Zufriedenheit höher ist als 10. Also 10 ist so die Minimumzufriedenheit. Alles, was gleich oder höher ist als 10, dann können keine Aufstände entstehen auf dieser Insel. Genau. Also könnte sich lohnen, dann Grammophone zu produzieren. Ich habe da heute so gelacht, weil es da einen Post im Forum gab, der Grammophone sind nutzlos und so weiter. Vielleicht mit dem DLC nicht mehr. Vielleicht bauen dann die ganzen Rekordbauer Grammophone. Wer weiß. Kannst auch an Divi nutzen. Dann sparst du dir auch wieder Dampfwägen. Genau, das ist das Nächste, wenn man Randevi benutzen kann in Grammophonfabriken. Ich hab irgendwie den Wurm im Kopf, dass Randevi auch auf Hochräder wirkt und nicht auf Grammophone. Das bekomme ich immer noch nicht aus dem Kopf. Aber ja, es macht Sinn. Es ist eine gute Rechnung und wäre schön, wenn man auch Grammophone bauen könnte. Ja, dann nimmst du noch Johann mit rein, damit das Ding Holz braucht und keine Furniere. Oh gut, die Furniere hast du sowieso schon bei den Kutschenwagen, also. Genau, ja, die hast du. Dann brauchst du sie auch nicht wegholen für die Zigarren, weil jetzt macht man ja nebenbei Zigarren draus, um den Abfall zu nutzen. Mhm, aber du hast ja genug Bretter, wie du gesagt hast, ja. Deswegen bleiben die Holzfurniere übrig und die kannst du dann wieder da reinstecken und das Messing kriegst du gratis und ja, wieder eine schöne Kette. Taubenangriff ist der Meinung, dass das nur den Rekordbauern was bringt, was jetzt die DLC kommt. Gut, aber uns bringt irgendwie alles was irgendwo die Spielmechaniken berührt, also... Ja. Also, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, ich glaube, Taubenangriff hat Unrecht. Ich glaube, das bringt jedem Spieler was. Gerade und wenn es nur Spaß ist. Gerade die Kultursachen. 40% der Spieler sind bestimmt Schönbauer und damit können die viel anfangen. Auch sehr viel Optionales dabei und wie ich finde, Taubenangriff wichtig ist, dass die Spieler mehr dazu verleitet werden, auch Items zu nutzen. Ja gut, das fehlt in der Hafenmeisterei, wie er es gerade sagt. Kein Militär. Da könnte man für die Hafenmeisterei vielleicht irgendwas reinnehmen können, damit die Kanonen mehr Schaden machen oder die Dinger mehr Leben haben oder weniger Schaden kriegen. Sollte man unterlassen, wenn man der Hafenmeisterei 4 Slots gibt, weil dann macht man die Geschütze ziemlich unverwundbar mit extremer Reichweite. Also die PvP-Balance, die habe ich da gar nicht berücksichtigt in meinem Post im Forum. Also die ist sowieso unter. Ja. Ist schon dran vorbei, uff, ja. Uff. Also wenn man da jetzt plötzlich 4 Items nutzen könnte bei den Geschützen, dann ist eine Insel uneinnehmbar. Wahrscheinlich, ja. Aber also, da geht kannst schon du auch Schiffen. Mit 100 Schiffen dagegen fahren. Das geht nicht mehr. Unzerstörbar. Das wahrscheinlich. Beides so unverwundbar machen, dass sie sich einfach gegenseitig keinen Schaden mehr machen und einfach nur die ganze Zeit schießen. Ja, das Problem ist die Feuergeschwindigkeit. Du kannst die Feuergeschwindigkeit der dicken Bertha auf, weiß ich nicht, ich glaube auf 2 Sekunden drücken oder so. Mit den 4 Items, also das ist ziemlich doof. Ja, das habe ich noch nie angesehen, weil ich das noch nie benutzt habe. Ja, okay, warum haben wir stehen geblieben? Heavy Factories, also auf jeden Fall viele interessante Ideen. Je nachdem, wie sie es umsetzen, hoffentlich fixen sie den Bug, dass man nicht alles doppelt und dreifach kriegt, weil dann werden wir es auf jeden Fall machen. Brauchen wir auch nicht mehr viel rechnen. Absolut.
Da fängt halt das an, was ich meine, dass man auf jeder Insel spezielle Sachen macht, weil den Bonus willst du nur einmal nutzen. Im Endeffekt würdest du dann ja alles, was irgendwie schwere Industrie ist, versuchen auf eine Insel zu kriegen. Dann hast du erstens die ganze Krankheitserhöhung auf einer Insel geballt, also brauchst du nur da das Sumpfset. Mhm. Und gleichzeitig genau, ja. Hast du mit einem Bonus alle Industrie abgedeckt. Mhm. Oder du triggerst einfach ein unendliches Fest auf der Insel und dann ist er auch fertig. Ja, dann braucht man sich auch nicht mehr das Ding, ja. Ja gut, also auch wenn das gehen würde, würde ich das persönlich nicht nutzen. Ich finde das dann irgendwie, das ist dann too much exploit, meiner Meinung nach. Auch wenn das Spiel das eventuell dann bietet. Ja, das ist halt das Ding, niedriger als Vanilla kannst du nicht gehen. Also dann ist es wieder so, was ist Rekord, was ist kein Rekord? Also wenn du sagst, klar, dann müsste man wieder Regeln festlegen. Ja. Und sobald man Regeln festlegen muss, wird es problematisch. Ja, aber bei solchen Effekten müssen wir das ja bald schon machen, wenn die Bugs drin bleiben, sage ich mal. Wenn Anno dann fertig ist und die sagen, jo, also theoretisch ist es jetzt ja fertig. Sie haben es ja mit der Königs Edition in Anführungsstrichen abgehakt. Da kommen jetzt noch die DLCs und gut ist. Höchstwahrscheinlich. Also ich würde sagen, wenn irgendwann mal Regeln festgelegt werden, dann nach dem letzten DLC und nach dem letzten Patch, dann bleiben die einfach bestehen und fertig. So haben wir es bei 14.04 auch gemacht, das hat super funktioniert. Und dann sollen sich auch alle, die da mitmachen wollen, auch daran beteiligen an der Umfrage oder an der Diskussion, warum man was wie machen sollte. Viel Spaß, dass du das moderieren darfst. Wir machen einen Termin fest, irgendwo, wo ich davon ausgehe, dass alle Zeit haben. Ja, nicht so schwer. Dann macht man das. Und dann werden sich ja bestimmt mindestens 10 Leute finden, die da mitmachen. Payne ist mit der Reihe, Radler, du, AimTech, Zulak, das ist halt ich. Dann haben wir noch die anderen hier, irgendwas mit M. Mondito. Im Forum haben wir bestimmt noch ein paar mit dabei. Genau. So, da werden sich doch bestimmt 10 Leute zusammenfinden, die da zu jedem Effekt und zu jedem Dings eine Meinung haben. Da können wir wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden. Wahrscheinlich, ja. Ja, das wird lange dauern, glaube ich. Sehr lange. Also ich kann euch sagen, wir haben früher über Regeln stundenlang, abendelang diskutiert. Das ist das YouTube-Format hier. Damals im Teamspeak, das war Wahnsinn. Also wir haben, glaube ich, mal 2 Abende nur über den Bettler-Trick geredet. Ob der erlaubt sein soll oder nicht, oder in welchen Umständen. Ja. Ja gut, kommen wir zum nächsten Effekt, oder? Rom. Wahrscheinlich einer der stärksten in der Runde. Gar nicht mal. Gar nicht Aber mal. Es ist halt wieder die Rechnung mit Produktivität. Wie viel hast du, wie viel ist es am Ende wert? Eben. Und kann auch, ich habe ja auch Alternativen und es kann nicht jedes Produktionsgebäude mit Strom versorgt werden. Unbedingt. Wenn ich jetzt an die Felder zum Beispiel denke und es halt, man müsste sich's auch wieder durchrechnen. Wenn du Felder hast, nimmst du das Felderding automatisch. Genau, ja. Also da fängt wieder dieses Inseltrennen an automatisch. Eine Felderinsel, eine Industrieinsel. Mhm. Genau, ja. Musst halt überlegen, wie gut und wie viel du trennen kannst. Also 50% Produktivität, ja. Also ich habe jetzt in jedem Betrieb mindestens 300, in jedem. Und gleichzeitig reduziere ich die Arbeitskräfte um. Also ich habe 200, also 100 so, 100 durch Strom, 50 durch Feras, 50 durch Asi-Boost. Also in jedem Fall habe ich immer 300, egal welche Produktion. Was ich dann dazu packe, ist was anderes. Und dann noch 50% Elektrizität extra, das sind dann 50 von 300. 50, 25, 12,5% mehr Leistung. Richtig? Mhm. Richtig, ja. 12,5% mehr Leistung, in dem schlimmsten Fall. Da kommen noch 2 Items dazu, also zwischen 10 und 12,5. Mhm. Und da müssen wir dann ja auch mit den, halt nur für Gebäude, die Strom haben. Das Ding ist, viele Produktionen haben schon Strom, da könnte sich das vielleicht lohnen, dass dann bestimmte Items doppelt so stark werden, allein durch den Effekt. Wie zum Beispiel bei Kutschenwagen.
Aber das andere Ding ist, dass man mit, ja, das sind jetzt diese drei Effekte, die jetzt alle kommen. Mit der Workforce, Elektrizität oder halt extra Slot. Die muss man eigentlich alle gleichzeitig beachten, weil ich finde, die eigentlich alle haben eine Daseinsberechtigung. Wobei die der extra Item-Slot eigentlich die Workforce aushebelt. Also entweder Item-Slot oder Elektrizität. Aber auch nicht zwangsläufig, hängt vom Betrieb ab. Aber du kannst auch wieder sagen, wenn ich jetzt den Item-Slot nehme und kein Feras gesockelt habe, dann sockle ich einfach Feras und dann habe ich überall 50% Produktivität plus ein paar andere schöne Effekte. Also deswegen wundert es mich, dass Wiesel meinte, dass das einer der Stärkeren in der Runde ist. Mhm. Weil man kann dadurch den Handelskammer-Slot frei wählen, quasi. Also es sind nicht unbedingt die 12,5%, wie du gesagt hast. Vielleicht auch schon, weil rechnen mal auf Crown Force, wenn du 12,5% deiner Fabriken entfernst, wie viel Platz das ist. Das ist ziemlich viel. 150 Brillen, 150 Dings, das sind schon 10, 15 Stück pro Ding, ja? Mhm, 10, 15 Stück pro Produktionskette, also sind sehr, sehr viele Häuser, wenn du es so haben willst. Und natürlich kannst du es auch so sehen, das ist nichts anderes als ein extra Slot in deiner Handelskammer, die du dir sparst oder die du frei wählbar hast. Den kannst du sockeln für Zusatzprodukte, Arbeitskraftreduzierung, Hybrid-Items, was du willst. Also sehr starker Effekt, wie ich finde. Ich habe da gerade zufällig so eine Kombination im Kopf. Das war nämlich der, beim Pains war das letztens, da hatte der Easy gesagt, dass durch den extra Handelskammer-Slot du aber die Möglichkeit hättest, Industrien zu mischen. Da du hast meistens hast du ein Kern-Item und dann nimmst du Feras und Druckerpresse. Aber wenn du zwei, wenn du vier Slots hast, kannst du beide Kern-Items nehmen und Feras und Druckerpresse. Mhm. Kannst du eventuell direkt mit, wie sagt Ivy immer, Schlauchlogistik arbeiten, dass die ineinander arbeiten direkt. Sparst dir dadurch Lagerhäuser wieder und halt auch Handelskammern und Logistik. Und das andere Ding ist, es gibt so Effekte, ich sag jetzt einfach mal, beste Beispiel sind, wo ich es wahrscheinlich versuchen würde zu nutzen, oder wo ich, ja, durchrechnen brauche ich mir das nicht, ich werde es wahrscheinlich sowieso machen, einfach nur, weil es mir gefällt. Extra Item-Slot für Libyen. Weil mit dem extra 1 Item-Slot für Glühbirnen kannst du Ramdevi nehmen, die Arbeitskräfte um 100% reduzieren und gleichzeitig das Wissenschaftsgenie. Dann brauchst du nämlich die Arbeiter, die du eigentlich brauchen würdest, brauchst du dann nicht mehr und dann kriegst du überall Glühbirnen zurück. Genau, das ist es, ja. Genau, das ist es. Aber weißt du, was extrem starke Effekte. Du kannst die Glühbirnenfabrik klippen und wenn du mit 2x4 Items statt 2x3 Items klippst, dann, ja. Kannst du dir ausrechnen, was da noch möglich ist. Deswegen ist der Item-Slot für klippbare Gebäude definitiv viel, viel besser. Dampfwägen, wenn du daran denkst. Bei unserer Größe wirst du aber keine 100 Glühbirnenfabriken klippen können. Habe ich schon gemacht, doch. Das habe ich im Dezember gemacht, auf meinem alten Seed. Hatte ich die Idee, dass ich Dampfwägen und Glühbirnenklippe. Bei mir sah dann, ich habe komplett, das war auch, wo ich 4 Stunden mit den Rathäusern getüftelt hatte und den Handelskammern, habe ich einfach, ich glaube 120 Glühbirnenfabriken habe ich komplett über Crown Force geklippt. Also laut meiner Rechnung war es auch platztechnisch viel, viel effizienter, dadurch, dass du dir auch dann mit dem Wissenschaftsgenie die Glühfäden sparst. Problem an der Sache war, dass wenn du die Produktivität zu hoch drehst, sagen wir jetzt mal 400 plus, dass dann das Gebäude die ganze Zeit abstürzt, weil der die Waren nicht angeliefert bekommt. Die Verengpässe, dann, ja. Genau, und dann wärst du quasi gezwungen gewesen, neben 2 Glühbirnenfabriken jeweils ein Lagerhaus hinzustellen, obwohl es von der Ladezeit her nicht nötig wäre. Weil das interne Lager zu klein ist, ja. Aber wenn man die Rechnung dann nochmal machen kann mit 4 Items vor Handelskammer, man dann noch ein bisschen anders tüfteln kann, wäre interessant, definitiv, ja. Was du bedenken musst, wenn du sowas machst, dann ist der ganze Platz von Handelskammern, die nur für Glühbirnen gebraucht werden, reserviert. Also du kannst dann quasi keine anderen Produktionen mehr dazwischen stellen. Auch die Kraftwerke müssen Gaskraftwerke eigentlich sein. Weil du auch keine Handelskammer. Kannst du mit mehr Reichweite dann ja machen.
genau, also die Taktik wäre eigentlich nochmal sehr interessant. Ich habe dir auch damals gesagt, beim Itemfarmen, wirf nicht alle Ramdibis weg. Ja, warum meintest du das, damit genau. man das machen könnte, ja. War komplett übertrieben, aber spart eine Menge Gebäude. Und du kriegst nicht bei jeder Glühbirnenfabrik, kriegst du dann ja, wahrscheinlich hast du zweimal das Wissenschaftsgenie genommen und zweimal den Ramdibi. Genau. Dann kriegst du nämlich doppelte Menge Autos, ja. Brillen. Uff, ja. Und das ist halt auch wieder, es ist halt so ein Big Brain Plan, weil das halt nur auf Crown Falls möglich ist und du dann komplett eigentlich dein ganzes Layout umwirfst, nur damit du dieses kleine bisschen etwas daraus kitzeln kannst. Und es wird auch teilweise wieder interessanter, wenn du dann quasi sagst, ja, ich muss ja eh Sachen von Crown Falls runternehmen, die nicht Glühbirnenfabriken sind zum Beispiel. Und ja. wenn sich dann sowas ergibt, wäre interessant. Durchaus. Also nennt mich pessimistisch, aber ich habe leider das Gefühl, dass die uns Clipping wegnehmen. Und der Buff für die Besucherwahrscheinlichkeit und der Rest so ein bisschen ein Ausgleich auch ist. Wenn sie uns das wegnehmen, müssen sie die Reichweite von Handelskammern reduzieren. Also das wäre die einfachste Lösung. Wahrscheinlich zu much. Das stört wieder bei allen die Layouts. Nee, hoffen wir mal, dass sie es nicht fixen. Natürlich. Ich finde es interessante Spielmechanik, ja, weil das ist nicht gerade einfach. Das kriegen eh nur die wenigsten hin. Auch was du dafür aufgeben musst, damit das funktioniert. Also der Ressourceneinsatz ist schon enorm eigentlich. Ja. Und du kriegst irgendwie nur ein bisschen was raus. Und das funktioniert ja auch bloß bei maximal 4 Gebäuden pro Handelskammer. Weil die Fragen im Chat über Clipping aufkommen. Clipping beschreibt eine Mechanik, bei der du 2 Handelskammern direkt nebeneinander stellst und dadurch in der Mitte sich ein Schnittpunkt ergibt. Und in diesen Schnittpunkt der beiden Radien der Handelskammern kannst du ein Gebäude reinsetzen. Das funktioniert auch nur bei bestimmten Gebäuden. Und dadurch schaffst du es, dass quasi, genau, das Sunu zeigt im Stream, wird die Gasmine von beiden Handelskammern beeinflusst. Genau, weil die Mitte des Gebäudes genau auf beiden Kreisen liegt. Dadurch kannst du bis zu die doppelte Menge an Items nutzen, aber das geht nur bei Gebäuden, die halt wirklich gerade Gebäudegrößen haben. Also 2x2, 4x4, 6x6 oder auch 2x6 würde auch gehen oder 4x6. Müssen aber gerade Maße sein, damit das funktioniert. Ja, okay. Sind wir dann durch? Oder haben wir noch was vergessen? Nö, ich denke mal, da haben wir alle 3 Punkte gleichzeitig mit ab. Das ist echt noch schwierig ist mit den Item-Kombinationen. Wer weiß, was auch kommt mit den nächsten DLCs, dann ändert sich ja nochmal alles eventuell. Wenn in Afrika auch wieder Handelskammer verwendet werden. Und nicht wieder irgendwas Neues. Ein Buschfeuerhütchen oder so. Über Item-Kombinationen können wir ja nochmal reden, wenn genau. der DLC draußen ist, weil dann haben wir die fixen Werte. Dann und auch das Rathaus und dann können wir da schon fast schon nächstes Wochenende ansetzen. Mal gucken. Wenn wir dann mal wirst bei wahrscheinlich eh wieder früher zum Einsatz kommen, schätze ich, oder? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht. Ich habe mich beworben, und beziehungsweise ich wurde gefragt und es wurde weitergegeben, aber ob ich dabei bin oder nicht, weiß ich noch nicht. Nee, aber du würdest dann am 20. März wahrscheinlich anfangen, wenn, oder? Wenn, dann ja. Aber ansonsten, zur Not ist auch der Walle mit dabei, vielleicht können wir bei ihm kurz die Effekte zumindest schnell erspähen und dann, wenn wir die Bilder haben, reicht das ja auch zur Not schon, ne? Genau. Oder auch bei anderen. Ja. Super. Ja gut, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich wieder für die Einladung heute. Ja, gerne. War wieder sehr spannend und vor allem nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Hammer-Spielstand. Ja, danke schön. Das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung und schauen wir, wo wir in ein paar Monaten sind, sage ich mal, wie Sulak schön gesagt hat zur Einleitung. Wir waren bei 2,2 oder so vor 3 Monaten, jetzt sind wir bei 3,2, fast 3,3.
Ja, eine Million mehr. In den nächsten 3 Monaten schauen wir mal, wo wir sind. Ja, ich kann mich nur anschließen. Was eine Reise. Was für eine Reise. So viel Frustration, so viel Freude. Teilweise konnte man das Spiel nicht mehr sehen. Du hattest schlechte Laune, wir hatten schlechte Laune. Item farmen hier, Item farmen da. Aber am Ende stehst du vor der Stadt. Es läuft einfach, die Routen laufen, kein Stau am Hafen. Genau. Das ist doch wirklich ein tolles Gefühl. Und dafür spielen wir auch. Ja, das Spiel ist schon großartig, wie es ist. Eigentlich meckern, eigentlich das, was wir machen, ist meckern auf hohem Niveau auf jeden Fall. Aber das ist so der letzte Feinstift, der irgendwie fehlt, um das Spiel nahezu perfekt zu machen, wie ich finde. Ja, definitiv. Muss man sich auch vor Augen führen. Es gibt echt wenige Spiele, in denen man so viele Stunden einfach so verbringen kann. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so der Wunsch nach dem perfekten Spiel, weil es wirklich viel Potenzial hat. Ja, ganz kurz noch eben, was denkt ihr, ist mit den neuen Effekten dann möglich? An Einwohnern 3,5, 3,6, 3,7? Vielleicht vorab mal, was jetzt quasi vorm DLC noch Maximum ja, wäre. Genau. Also haben wir ja schon gehabt, neue Welt hättest du noch, wärst du nicht quasi so halb egal gewesen, dann hättest du locker mehr rausholen können. Aus der neuen Welt, ja, auch aus der alten. Also Aimtech wird uns das wahrscheinlich nächste Woche zeigen, was so möglich ist vor dem DLC. Und das mit der Archipelkarte, ja. Und das wird mit der Archipelkarte, ja. Also ganz extrem, ganz krass. Ansonsten, ja, man kann jetzt noch nicht viel sagen, weil die Rathauseffekte nicht bekannt sind, aber jetzt nur von den Produktionseffekten her würde ich jetzt mal sagen 3,45 bis 3,5. Ohne Exploits, also mit Exploits will ich jetzt gar nicht rechnen. Weil, ja. Ich dachte nur an Exploits. Ich dachte mir, wie hoch sollen wir gehen? Also mit den ganzen Exploits. Ja, Sasuno hat es eh schon gesagt, dann schaffen wir 5. Ja. Wenn wir alle Exploits nutzen würden. Es gibt ein Seed, der am besten ist, Sepp. In dem Fall den von Paints Royal. 975 auf der Eckenkarte. Ja, gut. Ich habe auch vorher schon gesagt, bevor ich fertig war, dass 3-3 sind auf jeden Fall möglich. Wie man es dann baut, ist natürlich die Umsetzung, wenn man die Geduld hat. Nach 800 Stunden war mir langsam mal Geduld zu Ende, vor allem, weil ich halt wusste, dass ich nicht die besten Voraussetzungen dafür habe mit der fehlenden oder mit den fehlenden Inseln. Und halt in mehr Ressourcen und so, darum, weil ich wusste, dass ich sowieso, wenn Anno durch ist, nochmal neu anfangen werde wahrscheinlich. Unter anderem, weil ich die ganzen Pietros brauche. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zu den Pietros. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so verständlich, aber die Pietros haben nicht denselben Effekt wie ein Clubhaus. Ja, leider. Besser oder was? Nee, schlechter. Also dieser Buff vom Palast wird nicht mit dem Pietros wirken. Ja, das ist eh schon klar. Also, wenn sie es nicht fixen. Das ist jetzt ja auch wenn schon sie es nicht so. Fixen, ja, klar, wenn sie es nicht fixen. Aber momentan ist es so, dass der Palast eine Guide abfragt und das Item gibt ja keine Guide, sondern nur einen Effekt. Ja, das ist aber jetzt auch schon so, ne? Das ist nicht dasselbe eben. Also, wenn sie das nicht fixen, dann wirkt dieser Palast-Effekt nicht mit dem Pietros. Das wäre auch zu stark dann, ne? Pietros und... naja, sehen wir, wenn es soweit ist, nächste Woche. Am 24.03. kommt das DLC. Paläste der Macht. Video ist in der Videobeschreibung. Für die es noch nicht gesehen haben. Wir haben gerade drüber gesprochen. Da gehe ich nochmal auf alles grob ein, was macht. Und ansonsten sehen wir nächste Woche, wie es weitergeht. Okay. Dann. Na dann, bis dann. Schönen Abend noch. Vielen Dank Na für dann. Die Einladung. Schönen Abend. Bis nächste Woche. Wir macht sehen gut. uns beim Rekordbauen. Jo, haut's rein, Leute, und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart.